Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 426. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Profi-Podcaster Marvin. Ja, dann schauen wir mal, würde ich sagen. Hallo. Die Profi-Social-Media-Frau Patricia. Hallo. Und der Ali Ackmann-Spezialist, also known as Cem bzw. Ed Gucci-Brille auf Twitter. Hi. Hallo. Cem hat im Vorgespräch gesagt, er ist ein bisschen sehr nervös. Ja. Wir verstehen überhaupt nicht, warum. Wir sind ja hier auch nur quasi unter uns. Es hört niemand zu und die Folge wird auch sonst niemand hören. Also von daher alles überhaupt kein Thema. Genau, wir hatten es ja letzte Woche gesagt, der Cem ist mit dabei heute, um uns so ein bisschen gleich diese Ali Ackmann-Thematik mit der Suspendierung zu erklären. Cem, vielleicht einmal ganz kurz, was muss man über dich wissen und wie bist du zur Eintracht gekommen, vielleicht so zum Einstieg? Boah, es ist, also ich bin Cem, 27 Jahre alt, bin langjähriger Eintracht-Fan. Was sind deine Hobbys? Ich komme mir vor, wie so ein Vorstellungsgespräch. Nee, keine Angst, Wir fragen jetzt nicht nach Lebenslauf. Also, aber wie kommst du zur Eintracht? Ja, genau, ja. Also, wo soll man da anfangen? Also, vorne. schwer zu sagen. Keine Ahnung. Bist schon länger auf jeden Fall, ne? Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich bin halt mit Fußball aufgewachsen. Mhm. Und ich persönlich finde immer, man wird irgendwann als kleines Kind irgendwie mit einem Verein sozialisiert und mit dem wächst man dann auf. Ja. Und bei mir war es dann halt irgendwann die Eintracht. Und ich finde, man sucht sich seinen Lieblingsverein halt nicht aus. Man überwächst da irgendwie rein. Und bei mir war es dann die Eintracht. Ja, geil. So. Im Optimalfall sollte es genauso sein, oder ist es oftmals so, dass man sich den Verein jetzt nicht irgendwie auswählt oder so, weil ich glaube, gerade bei der Eintracht, je nachdem, du hast gesagt, du bist 27, da hast du auch schon mal düstere Zeiten mit der Eintracht mitbekommen und dann ist es ja normalerweise nicht ganz so, dass man dann sagt, oh ja, die spielen gerade ziemlich einen Gurkenfußball in der zweiten Liga. Ja, also dann bin ich doch Fan, Rainer Raufmann ist da, also klare Kiste, ja. Das ist halt, ja, auf jeden Fall, also und cool. Ja, sehr schön. Ja, dann auf jeden Fall schon mal herzlich willkommen. Und bevor wir dann gleich hier in die Tiefen der türkischen zweiten Liga einsteigen, nochmal vielleicht kurz zum Housekeeping. Der Februar ist ja normalerweise in so einem Jahr, was so Unterstützungsleistung angeht, immer so ein eher schwacher Monat. Den Monat sieht es nicht so aus. Ihr da draußen seid echt super und unterstützt uns hier echt in großem Maße. Und speziellen Gruß möchte ich deswegen senden, stellvertretend für alle anderen, diesmal an den Thomas und an seinen Sohn Paul. Die haben nämlich nicht nur uns eine kleine Spende zukommen lassen, sondern der Thomas hat uns auch noch eine Mail geschrieben, in der er so wunderschön beschreibt, dass sein Sohn ihn quasi genötigt hat, uns zu unterstützen. Sehr solider Junge, großartig. Erziehung auf jeden Fall alles richtig gemacht. Und er schreibt auch, dass sie so ein bisschen traurig sind, weil eigentlich geplant war im letzten Jahr, dass Paul das erste Mal die Eintracht live erlebt und das hat irgendwie nicht funktioniert. Also Corona ist an dieser Stelle ein ganz großes Arschloch und nimmt uns ganz viele Dinge, die wir erleben können. Aber wir drücken uns alle fest die Daumen, dass wir bald wieder ins Stadion können und der Thomas und der Paul das auch schaffen und der Paul zum ersten Mal die Eintracht live sieht und vielleicht sogar in der Champions League. Wer weiß, wir sprechen da später nochmal drüber. Oh ja, aber wir merken auf jeden Fall, die Überbrückungshilfen funktionieren bei unseren Hörern und Hörerinnen auf jeden Fall besser als bei der Bundesregierung. Grüße dafür auf jeden Fall. Marvin auch gleich wieder Spezialist dafür, den salzigen Daumen in die Wunde zu legen. Hervorragend. Tut mir leid, in Zeiten wie diesen lässt sich das nicht anders regeln. Aber gut, ich wollte gar nicht. Genau, wenn ihr da draußen jetzt angefixt seid und wissen wollt, wie ihr uns unterstützen könnt, dann geht ihr auf eintracht-podcast.de und guckt da mal im Bereich Support und dann findet ihr dort alle Informationen, die ihr braucht. So. Und jetzt kommen wir zum Spezialthema der heutigen Sendung. Wir hatten ja letzte Woche kurz drüber gesprochen, als wir das Ende der Wintertransferphase besprochen haben, dass Ali Ackmann, der ja ablösefrei für den Sommer verpflichtet wurde, gilt als das größte Nachwuchstalent in der Türkei oder im türkischen Fußball, wenn ich das so richtig gelesen habe, wurde von der Eintracht ablösefrei verpflichtet und wurde kurz danach von seinem Verein suspendiert. Soweit ich das jetzt verstanden habe, hat sich an dieser Situation auch nichts geändert.
Und der Cem hat sich mal in die Tiefen dieses Internets begeben und hat mal so ein bisschen recherchiert, was so die Story dahinter sein könnte. Und ich bin jetzt ganz gespannt, weil, was ich so auf Twitter gesehen habe, scheint das alles sehr kompliziert zu sein. Cem, was war denn jetzt so dieser Auslöser oder der Hauptkritikpunkt, weswegen man sich jetzt entschieden hat, Ali Akman zu suspendieren? Soll ich jetzt ganz von vorne anfangen oder jetzt nur die Kurzgeschichte? Nee, warum, fang ruhig vorne an, deswegen bist du ja da. Also, weil, wie gesagt, also nochmal vorweg, falls ich irgendwas falsch sage, also falls irgendwelche türkischen Fans mithören, tut's mir leid. Ich hab da wirklich sehr viel Zeit jetzt mit verbracht und ich glaube, ich habe so die Randpersonen alle auch irgendwie richtig einordnen können, weil das sind sehr viele Personen da involviert. Und es geht über 2,5 Jahre jetzt auch schon mit Ali. Und ich finde, um das auch richtig einzuordnen, muss man auch verstehen, was für ein Verein Bursaspor ist. Weil Bursaspor ist jetzt nicht dieser klassische Zweitliga-Verein, der irgendwie aus dem, weiß ich jetzt nicht, ist jetzt nicht Sandhausen, sondern Bursa ist auch eine der größten Städte der Türkei, ist auch eine der größten Fangemeinden der Türkei. Mit drei Millionen Einwohnern ist die Stadt doch sehr groß. Okay. Dementsprechend die Fangemeinde auch. Also war jetzt doch lange Zeit, bis jetzt Başakşehir hier kam, auch der letzte Verein außerhalb von Istanbul, der auch mal Meister wurde 2009. Also die haben auch Champions League gespielt gegen Manchester United und alles. Aber irgendwie 2015 kam dann das neue Stadion. Also die haben da viel Geld investiert. Nur kam dann 2019 der finanzielle Ruin so. Also quasi so ein bisschen HSV und Schalke zusammen. Okay. Mit Abstieg und wie gesagt, wenn man absteigt, ist auch der halbe Kader irgendwann weg. Und da ist dann auch irgendwann Ali aufgetaucht. Der kam 2015 in den Verein mit 12, 13 und ist dann halt sehr, sehr schnell in diesem Verein hochgekommen, so. Also irgendwie mit 15 in die U19, mit 16 in die U21 und dann mit 17 dann auch schon das Profidebüt, also letztes Jahr dann. Und natürlich haben die im Verein, gemerkt, okay, das ist ein Riesentalent, was wir da haben. Mhm. Wir haben überhaupt gar kein Geld mehr in diesem Verein. Also die haben irgendwie jetzt aktuell, glaube ich, stand jetzt 50 bis 60 Millionen Euro Schulden. Also die sind wirklich finanziell komplett am Arsch. Also für einen Zweitliga-Verein ist das extrem viel, auch mit Corona und alles. Und ich bin jetzt in der Zeitspirale, bin ich jetzt irgendwie so Anfang 2020. Da war ein gewisser Mesut Meztan war der Präsident und der wollte unbedingt den Vertrag mit Ali Akman verlängern. Also der hatte, zu dem Zeitpunkt war es schon so, dass quasi nur noch die U21 in der Liga gespielt hat und Ali sollte dann auch irgendwie ab dieser Saison, also ab 2021 fest spielen und die wollten unbedingt halt ihren Starspieler mehr oder weniger halten und haben denen dann alles angeboten, von Vertragsverlängerung bis Gehaltserhöhung und der hat damals schon alles abgelehnt, also auch Anfang 2020 schon. Hat er das abgelehnt oder sein Vater? Weil ich hatte irgendwas gelesen, dass sein Vater da ja auch irgendwie so ein bisschen nicht sein Vater, also der war zu der Zeit ja noch minderjährig. Das heißt, Messern hat dann mit seinem Vater, also der Präsident kam zu Ali und Ali meinte immer, ich muss da mit meinem Vater darüber reden und hat das halt immer ein bisschen hinausgezögert. Okay, verstehe. So nach dem Motto, ich gehe dann zu meiner Familie und spreche das, er hat aber dann immer wieder gesagt, nein, ich möchte nicht und hat das immer weiter hinausgezögert, sodass es halt da nie zu einer Einigung kam. Und der Sportdirektor hat doch irgendwie, das kam jetzt Anfang Januar 2021 raus, Mustafa Gönden heißt der, der war auch nur ein Jahr da, der hat dann aber jetzt irgendwie Anfang des Jahres erzählt, dass man nachdem man halt die Vertragsverlängerung nicht verlängern wollte, man hat ihn halt angeboten, nur das Gehalt zu erhöhen. Und selbst das hat er dann abgelehnt. Und dann der Sven halt auch schon mittlerweile so ein paar Verschwörungen irgendwie gestreut, von wegen sein Onkel, sein Berater, Ayhan Akman, würde das so ein bisschen steuern, so nach dem Motto, irgendwie sein Onkel würde ihm Flausen irgendwie
irgendwie einreden und deshalb hat der nicht verlängert und so Geschichten. Aber meiner Meinung nach ist es einfach nur, er wollte nicht weiter bleiben, sondern er wollte weiter nach Europa. So. Und wie gesagt, 2020 kam nicht der Aufstieg. Der Präsident geht, neuer Präsident kommt, der aktuelle Präsident, Erkan Kamat. Und da dann das gleiche Spiel. Von wegen, wir wollen deinen Vertrag verlängern, er möchte nicht. Und in dieser Saison ist er dann noch explodiert. Also komplett mit irgendwie 10 Toren und irgendwie 4 Assists. Irgendwie zweitbester Scorer der Liga. Und dem war natürlich klar, okay, jetzt kommen die ganz großen Vereine. Irgendwie im Sommer hieß es dann noch, dass irgendwie Atalanta irgendwie angeklopft hätte und Manchester City. Aber der Verein hätte diese Angebote auch abgelehnt, weil die unbedingt wollten, dass die noch eine Ablösesumme in seinen Vertrag reinschreiben können. Also irgendwann ging es nicht mehr um die Vertragsverlängerung, sondern nur um eine Ablösesumme. Also weil die wussten, okay. Den Vertrag quasi anzupassen, sodass dann genau. Da halt einfach ein gewisser Betrag drinsteht. Ja, ja, weiß nicht was. Ich glaube, ich habe da Berichte von 4 bis 5 Millionen irgendwie gelesen, dass sie da irgendwie so ungefähr so eine Summe haben wollten. Das kam natürlich alles nicht zustande. Und dann, wie wir alle wissen, kam November, Dezember, kamen dann auch die Gerüchte mit der Eintracht. Und ja, also ja, wahrscheinlich hat dann die Eintracht mit seinem Berater Eihan dann geredet und mit seinem Vater und hat das dann irgendwie halt auch besprochen, dass er dann zur Eintracht kommt. Und jetzt kommen wir halt zu dem Punkt, worüber sich angeblich, also das ist angeblich der Hauptgrund, warum sich der Verein so aufregt, ist der Vertrag. Also ich weiß nicht, ob ihr die Fotos kennt von dieser Vertragsbestätigung. Das ist ja quasi, das sieht aus wie ein Hotel, meiner Meinung nach. Irgendwie, da sitzt er in so einem Raum mit seinem Onkel, mit seinem Onkel, und das ist tatsächlich die U21-Nationalmannschaft. Das ist irgendwie das U21-Nationalmannschaftsgelände, und da haben die wohl in so einem Hinterzimmer mit der Eintracht einen Vertrag abgeschlossen. So, ohne. Also quasi während er mit der U21-Nationalmannschaft unterwegs war, sind dort diese Vertragsmodalitäten geklärt worden. Ich weiß nicht, ob der da mit der also es war am 27. Januar war das. Also da gibt es auch ein Datum dazu tatsächlich. Ich weiß nicht. Genau, also es war ja mitten in der Liga-Zeit. Ich glaube, die haben sich einfach getroffen. Okay, also nicht auf dem Vereinsgelände und nicht irgendwie, nee, also, sondern okay, genau, neutraler, also, Platz quasi. Genau, also angeblich, also Bushaspor sagt auch, sie wussten davon nichts. Die Eintracht hätte wohl nur direkt mit Ali geredet, und das wäre wohl der unethische Transfer, über den sich alle aufregen. Meiner Meinung nach ist es einfach, also unethisch ist daran ja überhaupt gar nichts. So. Also wie gesagt, er war halt 6 Monate, bevor sein Vertrag abgelaufen ist. Er durfte sich mit anderen Vereinen treffen und er durfte auch ganz normal einen Vertrag unterschreiben. So. Also der Verein musste davon nicht mal was wissen. Aber wie gesagt, man bekommt halt auch irgendwie so ein bisschen mit, dass halt die Fans, vor allem die Ultras, sehr enttäuscht von Ali sind, weil er keine Ablöse irgendwie eingebracht hätte. Und das ist halt das Hauptproblem, mehr oder weniger. Also hätte er Ablöse eingebracht, irgendwie der Mannschaftskapitän hat sich heute sogar noch gemeldet und meinte, Ali hätte gehen können, aber es wäre besser gewesen, wenn er es im Sommer gemacht hätte und jetzt nicht im Januar. Also im letzten Sommer, als die ersten... Nee, jetzt, also er hätte wohl jetzt, in diesem Sommer, also 2021, sagen sollen, okay, ich gehe jetzt für Ablöse XY und nicht jetzt schon ablösefrei im Winter. Aber er geht ja nicht, also könnte ja theoretisch jetzt noch spielen. Ich verstehe die Logik auch nicht. Also das ist ja das Absurde an der ganzen Geschichte. Also so, an diesem Transfer ist absolut nichts unethisch. Also man kann natürlich kritisieren, dass er dem Verein nicht Bescheid sagt, dass er zur Eintracht geht. Das finde ich auch tatsächlich ein bisschen merkwürdig, dass er sich nicht irgendwie auf dem Vereinsgelände mit der Eintracht trifft, sondern irgendwie auf diesem Nationalmannschaftsgelände. Das finde ich tatsächlich auch ein bisschen merkwürdig. Aber selbst wenn, keine Ahnung, also meiner Meinung nach sind die einfach nur komplett verzweifelt, weil die sind einfach finanziell komplett am Ende. Ich meine,
Ich habe jetzt auch mal rausgesucht, wie viel der verdient tatsächlich. Also da gibt es zwei Quellen. Der eine sagt 350 Euro im Monat. Das ist wirklich Mindestlohn. Oder 350 Euro die Woche. Eins von den beiden jedenfalls. Also es ist wirklich wenig Geld. Also der hat da mehrere Jahre jetzt für quasi unter seinem Wert gespielt und war auch bereit, diesen Verein in die erste Liga zu schießen. Also die waren auch mehr oder weniger gut dabei, jetzt in die Playoffs zu kommen. Also, wie die das jetzt ohne Ali schaffen wollen, weiß ich nicht. Und für mich ist das auch komplett unrealistisch, dass sie das irgendwie noch hinbekommen. Also, das ging dann auch, also, wie gesagt, dann kam die Suspendierung. Und in der Pressemitteilung steht, dass es einstimmig gewählt worden sein soll, dass er suspendiert wird. Am gleichen Abend gab es dann noch eine Extrasendung im türkischen Fernsehen mit seinem Onkel, wo der Onkel meinte, der Präsident hätte ihn sogar noch angerufen am selben Tag und hätte gesagt, du bist nicht suspendiert, du spielst. So. Und dann ging das noch irgendwie ein ganzes Wochenende über und dann hieß es irgendwie, ja, der Präsident wird jetzt nochmal ein eigenes Statement im Fernsehen abgeben. Darauf habe ich dann tatsächlich auch gewartet. So, wollten wir das dann anschauen. Und dann, als die Sendung dann anfing, hieß es ja, der Präsident will doch kein Statement mehr abgeben. So. Also selbst der weigert sich jetzt noch irgendwas dazu zu sagen, der neue Präsident. Ali hat jetzt auch schon seine Sachen gepackt vom Gelände aus. Da gab es dann auch diese Bilder, ja, als dann die Fans das Trainingsgelände, ich sag mal, weiß nicht, belagert haben, ja, mit irgendwelchen Bannern. Und er da irgendwie mit Polizeischutz irgendwie reingehen musste, um seine Sachen zu holen, mit seinem Vater zusammen. Das ist jetzt Stand der Dinge. Bussas war heute gestern gespielt, verloren, gegen den Tabellenersten. Und das ist eigentlich die ganze Geschichte so. Also, wie gesagt, Hauptproblem für den Verein ist tatsächlich einfach nur die Ablöse. Also ich finde das auch. Es geht jetzt gar nicht darum, dass er sich generell entschieden hat, den türkischen Fußball zu verlassen, sondern Kritikpunkt ist jetzt einzig und allein, dass er keine Ablösesumme eingebracht hat. Ja. Aber jetzt mal, wenn man jetzt im Laufe des Jahres den Vertrag verlängert hätte oder verändert hätte, es ging ja jetzt, wie du gerade eben gesagt hast, gar nicht mehr am Ende um eine Verlängerung, sondern nur um eine Änderung im Vertrag, ihm mehr Gehalt zu geben und gleichzeitig da noch irgendwie eine fixe Ablösesumme reinzuschreiben. Aber wenn der Vertrag nicht verlängert worden wäre, hätte es diese Ablösesumme doch im Sommer jetzt dann sowieso nicht gegeben, weil der Vertrag ausgelaufen wäre. Also, wie gesagt, also mit Logik kann man da, glaube ich, auch nicht hinterhersteigen. Die sind einfach nur sauer und irgendwie irrational irgendwie beleidigt, wahrscheinlich mehr oder weniger. Und das heißt doch immer so, ja, das ist unser Spieler und der kommt aus der eigenen Jugend und der ist hier geboren. Der sollte sich verschämen, dass er so den Verein verlässt und so Geschichten halt. Also das ist mehr eine persönliche Sache als meiner Meinung nach ist das komplette Misswirtschaft von diesem Verein, so der irgendwie sich in 5 Jahren oder in 5, 6 Jahren komplett kaputt gewirtschaftet hat. So, also wie gesagt, also während ich mir die ganzen Sachen durchgelesen habe, habe ich da wirklich sehr viele Parallelen zu Schalke gesehen, die jetzt sehr wahrscheinlich absteigen werden, Liga 2. Also ja, ich glaube, wir werden da ähnliche Situationen erleben, wenn die da ihren ganzen Verein verkaufen müssen im Sommer, weil da geht da keiner runter. Also die spielen da, wie gesagt, Bussaswar spielt aktuell mit der U21, holt keinen Spieler mehr, die verkaufen keine Spieler mehr, so, also sie haben ja auch kaum Werte im Kader. Also wenn man sich mal den geschätzten Kaderwert auf transfermarkt.de anguckt, dann haben die irgendwie einen Kaderwert von knapp 9 Millionen. Und da wäre natürlich, wenn du so einen Spieler für 3, 4 Millionen abgibst, das hilft dir natürlich an der Stelle schon mal enorm. Ne? Ja, also, natürlich. Ich wollte nur sagen, erstmal vielen Dank für die Einordnung, Cem. Also wollte ich gar nicht jetzt stören. Ich fand es nur extrem spannend, was du sagst. Ich meine, wir kennen natürlich alle die Situation irgendwie schon. Also emotional muss man sagen, es ist natürlich komplett irrational, ne? Weil natürlich ein Vertrag läuft aus.
dann ist halt ein Verein da, der das Geld halt schnappt. Es gibt wahrscheinlich ein bisschen Handgeld, ne, dass er dann zur Eintracht geht, ja. Das ist klar. Aber es ist natürlich schon so, dass du dir die Situation kennst. Ich erinnere an eine ähnliche Situation, die wir damals hatten mit Sebastian Rode, wo wir auch unzufrieden waren. Also jetzt, wir waren dementsprechend unzufrieden, weil wir der Verein waren, der abgegeben hat und wir bei Rode ja keine Ablöse bekommen haben und die bei ihnen ebenfalls ablösefrei gecashed haben. Es ist halt dummerweise irgendwie, Cem, der Lauf der Dinge, ne? Ja, also ich erinnere mich auch an einen Goretzka, der Schalke sehr lange hingehalten hat mit den Bayern und dann am Ende trotzdem gegangen ist. So, ich würde auch sagen, das ist ein ganz, also es gibt tatsächlich auch Stimmen, die sagen, das ist komplett übertrieben, was Borussia macht. Das ist ein ganz normaler Move. Er möchte halt den nächsten Schritt machen und wenn sein Vertrag ausläuft, läuft sein Vertrag aus und hat der Verein Pech gehabt. So, und aber mittlerweile ist halt so die Stimmung schon sehr so nach dem Motto, ja, also vor allem von Vereinsseite, die haben wohl, also die freuen sich halt, dass der Verein so stark geblieben ist, mehr oder weniger. Es ist halt auch so ein bisschen die spannende Frage, ich meine, wenn man versucht hat, ihm jetzt auch über lange Zeit hinweg den Vertrag irgendwie erst zu verlängern und dann anzupassen, warum hat er sich denn da nicht drauf eingelassen? Ich meine, also, wird ja, ja sicherlich auch klar gewesen sein, dass es trotzdem, wenn, also angenommen, ich wäre der Spieler und wüsste, da kommen so Vereine um die Ecke wie Atalanta, Man City oder auch die Eintracht, dann weiß ich ja, dass sie durchaus auch bereit sind, eine gewisse Menge an Geld zu bezahlen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt überhaupt nicht irgendwie eine Spielposition irgendwo in Europa bekommen hätte, war ja nicht gegeben. Es scheint ja dann doch irgendwelche Gründe zu geben, warum er sich auf diesen Deal nicht eingelassen hat. Ja, also da gibt es auch Geschichten zu tatsächlich, weil okay. Also Mesut Özil, der Präsident von 2019 bis 2020, hat auch ein riesenlanges Statement abgegeben, dass er, weil er wurde auch beschuldigt tatsächlich, dass er wohl die Vertragsverlängerung verkackt hätte. Okay. Dann hat er ein Statement abgegeben von wegen, ich habe mit allen Spielern meinen Vertrag verlängert, bis 2024, nur mit Ali konnte ich das nicht machen. Und da gibt Ali den Grund an, dass er wohl im Clinch war mit dem ehemaligen Präsidenten Ali Ay, der war von 2016 bis 2019 Präsident. Und da hieß es immer, nein, ich möchte meinen Vertrag hier nicht verlängern. Ich habe hier ich habe Streit mit Ali Ay gehabt, deshalb möchte ich nicht. Und dann fing halt die Geschichte an von wegen, ja, wenn du deinen Vertrag nicht verlängern willst, dann geben wir dir mehr Gehalt. So, aber das wollte er auch nicht. Und wie gesagt, da gibt es dann halt die Storys von wegen, sein Onkel hätte ihm das vorangeredet, was ich ehrlich gesagt aber irgendwie auch nicht glaube. So. Ja, ist natürlich dann halt auch schwierig. Also ist jetzt auch so alles Beurteilung irgendwie von außen, aber ich könnte mir halt schon vorstellen, wenn ich als Spieler wüsste, dass ich eine durchaus auch kritische Fanbase gegenüber habe, und dann gehe ich einen Vertrag ein, wo ich mehr Geld bekomme, um dann am Ende trotzdem zu bekommen, dann potenziert sich natürlich dann auch nochmal so dieser Frust, der einem dann da entgegenkommt, so nach dem Motto, erst nimmst du unsere Kohle und danach gehst du. Das macht es natürlich dann auch schwierig. Ich sag mal, auf der anderen Seite hilft er vielleicht ja sogar dem Verein ein Stück weit, wenn er sagt, okay, ich nehme jetzt gar nicht mehr Geld, weil das ist Geld, was ihr ausgeben müsstet, was ihr sowieso nicht habt. Also ist halt auch wieder so eine schwierige Abwägungssache von außen. Ja, wie gesagt, der hat halt für Mindestlohn gespielt, so. Also der hat nicht mehr wirklich groß Gehalt bekommen. Tatsächlich. Also ich finde, meiner Meinung nach hat er sich nicht zu Schulden hat kommen lassen, so außer halt dieser Move mit, dass er nicht Bescheid gesagt hat. Ja, gut, es gibt irgendwie seit einem Dreivierteljahr auch immer wieder Interviews, wo er befragt wird, hey, willst du, sind deine Motivation die Nationalmannschaft, weil er spielt aktuell noch U21 und der hat sich nicht qualifiziert für die aktuelle EM. Und da wird auch immer wieder gefragt, hey, welche Spieler sind deine Vorbilder, in welcher Liga möchtest du mal spielen, weil sein Onkel ist halt, ich sag mal, Galatasaray-Legende und da gab es am Anfang auch immer wieder Gerüchte, ob er nicht nach Galatasaray geht, aber weil Ali zu seinem Onkel gesagt hat, ich möchte nicht in der Türkei bleiben, ich möchte nach Europa, so, egal wohin, erstmal, so, ne, also um mal jetzt irgendwie auch, wie gesagt, ich glaube, Eintracht wäre jetzt nicht sein absoluter Lieblingsverein so, aber das ist wahrscheinlich da, wo er erstmal das meiste Potenzial sieht, irgendwie den nächsten Schritt zu machen. Und
Also, keine Ahnung. Also, ich find das komplett übertrieben, was sie da abziehen. Aber leider sehe ich da auch irgendwie keinen, weiß ich nicht. Also, ich glaube, der wird da einfach jetzt 6 Monate ein bisschen versauern. Leider. Und also, du siehst wahrscheinlich gar keine Chance, dass er da jetzt in irgendeiner Art und Weise, ich sag mal, spielt. Der Verein scheint aber ja doch zum gewissen Grad darauf angewiesen zu sein, dass er eigentlich spielt. Also es ist ja schon so ein bisschen, das verstehe ich auch nicht. So ein bisschen also Selbstmord, was man da betreibt. Ich weiß nicht, ob sie jetzt noch tatsächlich realistische Chancen haben, da irgendwie in Richtung Aufstiegsplätze zu kommen. Also sie sind jetzt aktuell 10 Punkte hinter dem Tabellenzweiten. Die haben jetzt auch noch, ich glaube, 3 bis 6 sind, glaube ich, Playoffs. Ja, genau. 3-6 oder 3-7? 3-6. 3-6 und Playoffs, und das sind aktuell 5 Punkte. Ja, machst ja 2 geile Spiele. Also sie haben ja auch eine relativ, was ich hatte gerade eben mal so ein bisschen die Liga-Ergebnisse durchgeblättert. Sie haben ja so vom 12. bis zum 18. haben sie quasi ungeschlagen, waren sie da unterwegs, und jetzt die letzten 2 Spiele beide verloren und knapp verloren. Also wir reden jetzt auch nicht von deutlich verloren, sondern es waren so 2-1-Ergebnisse, wenn du da halt einfach einen guten Scorer da vorne drin hast. Ja, also es ist so ein bisschen Harakiri gerade. Ja, also ja, aber die scheinen doch auch viel zu stur dafür zu sein, oder? Also ich habe das Gefühl, die Dimensionen sind jetzt schon so krass hochgeschaukelt, dass die jetzt nicht mehr diesen Schritt zurück machen und sagen, okay, wir brauchen ihn noch, wir sind jetzt so vernünftig und bringen das irgendwie auf beiden Seiten einigermaßen gut noch zu Ende. Nee, kann sie nicht. Und lassen das so ausklingen, weil wenn du jetzt einmal diese Schlammschlacht begonnen hast, glaube ich, so wie die sich anstellen, könnte ich mir aber vorstellen, dass sie persönlich auch zu stur sind. Ja, vielleicht sogar nicht nur persönlich, wenn du, wie Cem ja gerade eben gesagt hast, dass du dann auch eine Fanbase hast, die den Verein jetzt quasi schon dafür loben, dass sie da hart geblieben sind und da jetzt nicht irgendwie sich erweichen lassen. Ich glaube, da hast du auch ein Riesenproblem mit deiner Fanbase, wenn du jetzt auf einmal sagst, so Kommando zurück, und du bist jetzt hier Nummer 1 Stürmer und du läufst jetzt hier irgendwie noch auf. Also ich weiß nicht, ob du dir da so einen großen Gefallen mit tun würdest, ja, als Verein gerade. Gesagt, also angeblich hat ja der Präsident alle angerufen und auch wirklich gesagt, hey, du spielst so. Und zwei, drei Tage später hat er dann auch das Statement am Ende auch wieder zurückgenommen. Er hat gesagt, ich gebe kein Statement ab. Und ich finde, das spricht schon Bände. Also ich glaube, die sind sich bewusst, wenn die jetzt noch die Fans verärgern, sind die komplett am Ende, weil es gibt da, also Fenerbahce macht das ja beispielsweise so, dass sie irgendwie Mesut Özil's Vertrag mit SNS-Spenden bezahlen von Fans, und ich kann mir sogar vorstellen, dass sie da irgendwann noch darauf zurückgreifen werden, so, und wenn die jetzt die Fans verärgern, ist das auch vorbei. So, also. Ja. Vertragte Situation. Marvin, du wolltest. Krass. Ja, nee, es ist krass. Ich finde, es ist sehr gut aufgeschlüsselt, Cem, weil ich habe die Dimension zuvor gar nicht verstanden. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du da so tief reingegangen bist und uns ein bisschen mal mitgenommen hast. Ich finde das krass. Ich meine, Bursaspor ist ja ein Verein, den ich ja also von früher noch kenne. Ich glaube, Hakan Şükür hat da beispielsweise mal gespielt und ist dann auch dort ein bisschen groß geworden. So einer der Spieler, die mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben sind, dass sie jetzt in der 2. Liga rumgurken, ist natürlich eine krasse Kiste. Ich finde aber auch, und das ist halt schon heftig, wenn wir uns überlegen, dass es halt keinen Weg mehr zurück gibt. Das müsste ja eigentlich, also das ist ja ein potenzieller Weg zurück, müsste im Endeffekt nur dann oder könnte nur dann stattfinden, wenn Bursa mittlerweile dann so weit unten ist, dass die ihn als Heilsbringer brauchen für die letzten Spiele. Ich glaube, dann könntest du den Vibe halt irgendwie nochmal umkehren und könntest sagen, okay, er kommt wieder zurück, er macht das nochmal. In Deutschland könnte man sich irgendwie, sagen wir mal, zumindest ins Training einklagen. Das hatten wir ja auch schon ein paar Mal, ne? Dass dann Spieler wieder zumindest ins Training aufgenommen wurden. Wir kennen so Trainingsgruppen 2 und so. Ich weiß nicht, wie das in der Türkei ist, aber eine Idee, die ich dann immer mit mir rumschleppe, und vielleicht weißt du da irgendwie, wie das möglich ist, ob das vielleicht möglich ist, dass man halt sagt, okay, wenn er dort kein Land mehr sieht, dass er jetzt schon nach Frankfurt kommt und dort zumindest schon mittrainieren kann, weil komplett ohne Training, da verliert er in seinem Alter natürlich auch extrem wahrscheinlich an Physis und an Spielpraxis im Endeffekt. Ne? Also gestern wurde ja der Kader für die letzten 2 Spiele der U21-Nationalmannschaft bekannt gegeben, und da ist Ali tatsächlich dabei. Also für die U21 wird er auch spielen. Für die U1, wie gesagt, und da gibt es irgendwie jetzt auch Vorbereitungen für die nächsten Turniere tatsächlich auch schon. Also ich denke mal, da ist er noch willkommen, und da wird er auch genug trainieren können. Ich habe tatsächlich nichts mehr gehört von Ali in den letzten Tagen, Wochen, was auch immer. Man sieht immer nur wieder, dass er ein paar Sachen liked
von irgendwelchen Spielern, die in der zweiten Liga spielen. Aber ich denke, also das Ding ist ja, der ist ja jetzt auch nicht der klassische arme Junge von nebenan. So. Also sein Onkel ist, wie gesagt, der hat 10-12 Jahre Fußball gespielt. Also die haben Kohle und ich denke mal, die werden auch irgendwie einen Weg finden, um ihn fit zu halten. Sei es jetzt über die Nationalmannschaft oder irgendwie halt über private Sachen. Ja, also ich glaube, da ist er schon privilegiert genug. Ob er jetzt nach Frankfurt kommen kann, weiß ich nicht. Ob das überhaupt geht mit diesen ganzen Corona-Bestimmungen und ja, wie viel der Verein da eigentlich macht. Also das würde vielleicht schon gehen. Ich weiß halt nur nicht, wenn du da gerade in so einer angespannten Situation bist, ob du dir damit dann halt einen Gefallen tust. Weil er hat ja schon noch ein gültiges Angestelltenverhältnis bei dem Verein. Und wenn es halt ganz blöd kommt, dann muss er halt trotzdem... ich will jetzt hier keinen auf Ideen bringen, aber ich könnte mir halt schon vorstellen, dass sie halt einfach sagen so, nee, Training ist hier, du bist angestellt, Anwesenheitspflicht, nur dass er halt nicht auf dem Platz sitzt, sondern sitzt halt irgendwo in der Kabine und kann, weiß ich nicht, Fußball erzählen. So, nee, aber er hat ein Arbeitsverhältnis. So, wenn die sagen, du musst hierher kommen, dann muss der daher kommen, da hast du keine Chance. Sehr wichtiger Punkt. Frag mich aber, kann man in so Extremsituationen nicht Verträge irgendwie auflösen? Ist das möglich? Ich habe keine Ahnung. Ich habe halt absolut generell keine Ahnung von Vertragsgeschichten. Ja, aber ich weiß nicht, also wenn das so ein Extremfall ist jetzt, was es ja, also ist weiß nicht, wenn du halt komplett vom Training abgehalten wirst, ja, als Sportler, unpraktisch. Ja. Guter Aspekt, es ist nämlich natürlich so, also jetzt mal, ich kann das natürlich, ich weiß nicht, wie das türkische Rechtssystem ist und seitdem ich das letzte Mal in ein paar juristische Bücher reingeschaut habe, wir podcasten ja schon sehr, sehr lange. Da habe ich noch angefangen, Jura zu studieren, aber das ist jetzt auch schon lange vorbei. Also insofern, dieser Podcast begleitet mich fast noch länger als mein Jurastudium. Aber ich weiß, dass natürlich, also man möge mich korrigieren, gerne bei Twitter oder so, wenn ich falsch liege. Aber es ist natürlich schon so, dass dieser Vertrag natürlich auch beidseitig ist und sowohl der Arbeitnehmer seine Vertragsleistung anbieten muss und gleichzeitig muss der Arbeitgeber auch die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass dieser Vertrag halt auch zustande geht, ne? Und wenn seinerseits irgendwie auch der Vertrag gebrochen wird, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es ein Problem ist. Deswegen, was ich vorhin gemeint habe mit dem Einklagen, ne? Dass es halt in both ways funktioniert, ne? Also Patricia, du hast einen sehr, sehr guten Aspekt, also auch gerade wenn es um Fitness geht, um solche Sachen, dass er daran teilnehmen kann, dass er Physio bekommt und sowas, das müsste wahrscheinlich schon geregelt sein. Und insofern wäre es tatsächlich, wie René sagt, relativ unklug, dann sich von dem Arbeitsplatz zu entfernen und plötzlich in Frankfurt zu sein. Ja. Aber wenn das halt nicht eingelöst wird, könnte man über ein Vertragsauflösungsverhältnis oder eine darüber sprechen. Aber da geht es jetzt viel zu weit. Ja, also ich sag mal, Physis kann ich mir schon vorstellen, dass du das irgendwie was ist, was du auch individuell noch irgendwie lösen kannst, was gerade bei so einem jungen Spieler, glaube ich, auch ein großer Aspekt ist, ohne mich da jetzt konkret festlegen zu wollen, weil ich bin auch vom Status eines Fußballprofis sehr weit entfernt, außer was jetzt so Computerspiele angeht, da schaffe ich das vielleicht noch. Ist natürlich auch so dieses ganze Spielerische, also Mannschaftstraining, Spielzüge etc. Das wäre natürlich so der wichtige Punkt. Da weiß ich aber auch nicht, wenn auch das Verhältnis mit den Mitspielern da so angespannt ist, ob das dann halt auch so zielführend ist. Also das ist halt alles in allem eine sehr vertrackte Situation gerade. Ja, zusätzlich noch das Mentale, oder? Also als junger Spieler, ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich belastend ist. Es kommt halt natürlich auf die einzelne Person an, wie sie damit umgeht, was sie noch irgendwie für Unterstützung von der Familie, von Freunden, was weiß ich was bekommt. Aber alles in allem ist es schon eine belastende Situation und ich weiß, ich würde mich nicht besonders wohlfühlen insgesamt wegen vieler Gründe. Also und vor allem, wenn du dann gerade 18 geworden bist, bist halt extrem jung und hast noch nicht so viel erlebt und dann hast du direkt so ein krasses Drama am Hals. Das muss schon auch schwer sein. Ja, wenn du schon allein überlegst, dass, was du mir gerade ausgeführt hast, nur um deine Sachen da vom Trainingsgelände zu holen, du quasi schon mit irgendwie Begleitschutz dahin musst, weil da irgendwie Fans stehen und du halt nicht weißt, ob die Situation eskaliert, ist halt auch eine sehr absurde Situation eigentlich. Vor allem, ich finde es halt auch irgendwie frech, dass man irgendwie die Vereinssorgen auf so einen jungen Spieler einfach ablädt. So. Das ist halt das, ich finde das einfach unmöglich. Also die haben so zwei Spieler, also Bato Hankerl ist der zweite, der auch sehr, sehr, sehr großes Potenzial zeigt.
und der wahrscheinlich auch bald gehen wird, aber der hat seinen Vertrag verlängert, glaube ich. Okay. Und Ali halt. Ali ist aber so der Starspieler. Und ja, also wie gesagt, der kommt aus der Gegend und den jetzt irgendwie so krass vom Hof zu jagen, ist schon sehr, sehr schlimm. Sehr merkwürdig, ja. Naja, ich bin mal gespannt, wie das dann jetzt weitergeht. Also ich glaube tatsächlich, eine Chance auf, dass der wieder spielt in der Saison für den Verein, sehe ich jetzt nicht. Schau mal nicht. Gucken, was sich da noch tut, ob man sich da vielleicht zumindest irgendwie anderweitig einigt. Also man könnte ja jetzt tatsächlich auch aus Sicht einer Eintracht überlegen, wenn man diese Situation aus der Ferne beobachtet, ob man nicht da vielleicht auch irgendwie mit den Verantwortlichen spricht und über eine vorzeitige Vertragsauflösung oder irgendwas spricht, meinetwegen auch gegen ein bisschen Handgeld und ihn halt einfach früher schon in den Trainingsbetrieb der Eintracht mit reinzubringen. Das könnte ja auch perspektivisch, wenn du mal so Richtung nächste Saison und so weiter guckst, natürlich auch helfen, den Spieler jetzt schon mal so ein bisschen an Trainingsrhythmus und so weiter zu gewöhnen. Was mich persönlich sehr ärgert ist, weil ist halt die EM, die jetzt kommt oder kommt, nicht kommt, mal sehen. Ja. Aber da gab es ja auch schon Gespräche, ob er nicht in den Profikader mit einbezogen wird. Okay. Also jetzt schon. Und das ist, die Chance ist wahrscheinlich jetzt komplett verflogen. So. Also sollte die EM stattfinden, wird er wahrscheinlich nicht mitreisen. Und das ärgert mich persönlich sehr, weil ich hätte ihn sehr gerne in der Nationalmannschaft gesehen. Also du meinst, das hat jetzt tatsächlich dieses, ich nenne es jetzt mal Schmierenkomödiante, hat jetzt auch so Auswirkungen auf die Nationalmannschaftsnominierung, weil man da auch irgendwie verbandelt ist oder was auch immer? Nee, das nicht. Also mir geht es halt mehr um Spielpraxis. Achso, weil die Spielpraxis fehlt. Ja, okay. Also, das ist natürlich dann kacke. Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass er jetzt auf dem Nationalmannschaftsgelände weiter trainieren kann. Ja. Also bei der U21. Aber wie gesagt, man weiß ja nicht, ob die jetzt noch stattfinden soll oder nicht. Aber mal angenommen, die findet statt, ist die EM für die Türkei ja sehr, sehr wichtig jetzt. Und das ist für mich persönlich auch ein sehr spannender Kader. Und Ali hätte da sehr, sehr gut reingepasst. Und wie gesagt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt irgendwie noch berufen wird, weil er jetzt 6 Monate nicht spielen wird. Ja, okay. Ah, alles doof. Alles doof gelaufen. Ja, das sind jetzt alle Infos, die ich habe. Aber falls da noch irgendwas kommen sollte, werde ich dazu halt twittern. Und ja. Das ist ein versteckter Hinweis. @Gucci-Brille auf Twitter. Ja. Alle Folgen. Ja. Da findet ihr die aktuellen Live-Infos. Sehr professionell gemacht. Ja, so. Ich höre auch lang genug den Podcast hier. Ist doch super. Nein, ey, ohne Scheiß, vielen Dank. Diese Tiefe, diese Informationstiefe, das hilft mir auch in der ganzen Einordnung auf jeden Fall weiter. Super. Ja, es war für mich tatsächlich auch sehr, sehr interessant, weil ich habe mich persönlich sehr über den Transfer gefreut. Ja. Dass es jetzt so kommt, hätte ich nicht erwartet, aber ich hatte auch von Anfang an schon gesagt, es wäre gut, wenn die Eintracht irgendwas bezahlt, weil ich habe sowas tatsächlich geahnt. Aber nicht in dem Ausmaß tatsächlich. Okay. Ja. Keine Ahnung. Also türkische Vereine sind aktuell ein bisschen schwierig. Ja. Ich kann es nachvollziehen. Es ist halt, ja klar, aber warum sollte es die Eintracht machen, wenn sie es halt nicht müssen? Ne? Das ist halt diese Schwierigkeit natürlich. Auf der anderen Seite. Ne? Gerade in der Zeit Corona auch alles ein bisschen angespannt. Bist froh, wenn du so ein Talent relativ günstig bekommen hast oder sehr günstig. Handgeld ist das. Lee hat ja quasi den türkischen Markt für sich so ein bisschen gepachtet aktuell, was türkische Spieler angeht. Und die haben auch letzte Saison, glaube ich, eins der größeren Talente aus Galatasaray geholt. Ich glaube, die haben da auch, wie viel haben die bezahlt? 300.000 Euro, glaube ich. Wow, okay. An Mustafa Kappe. Ich glaube, so hieß der, glaube ich. Bin jetzt unsicher. Auf jeden Fall, der spielt jetzt in der B-Mannschaft von Lille. Dann wird der jetzt herangezogen. Die haben ja irgendwie auch 3, 4 türkische Spieler in der Profimannschaft, die tatsächlich sehr gut sind aktuell und auch irgendwie Erster in der französischen Liga. Und ich kann mir vorstellen, dass da die Eintracht so ein bisschen Lied als Vorbild nimmt, was den türkischen, was das türkische Scouting da angeht, ehrlich gesagt. Ja, gut, ich meine, man muss sich natürlich halt auch als Fußballverein
so ein bisschen nach Märkten umgucken, wo jetzt irgendwie nicht alle unterwegs sind. Also ich glaube jetzt irgendwie so in Frankreich, Italien, Spanien, Belgien, Niederlande, England, so nach irgendwie Talenten zu gucken, da hast du halt irgendwie wenig Aussicht auf Erfolg, weil da sind sie halt alle irgendwie unterwegs. So, musst du dir halt Märkte aussuchen, wo vielleicht nicht so viele unterwegs sind. Das könnte ich mir vorstellen, dass man sich da tatsächlich so ein Stück weit dran orientiert hat. Also wie gesagt, also die Jugendspieler von der Türkei finde ich das aktuell sehr, sehr interessant. Ja, wahrscheinlich auch wegen meinem Background so, aber wie gesagt, man sieht es an Lille so, was da entstehen kann, wenn man die richtigen findet. Ja. Ja, sehr spannend. Dann, wie gesagt, auf jeden Fall danke für die Einordnung und für dein Angebot, dann da nochmal auf Twitter das rauszuhauen, wenn da noch die ein oder andere Info kommt. Mal sehen, wie das jetzt weitergeht. Ich glaube, wir können uns auf jeden Fall auf diesen Spieler im Sommer freuen. Da steckt einiges an Potenzial drin und sturmtechnisch mache ich mir für die nächsten Jahre wenig Gedanken, glaube ich. Ich habe echt Bock drauf, auf jeden Fall. Jetzt gerade nachdem, was Cem nochmal gesagt hat, auch diese Einordnung, dass auch wirklich auch dieses, ne, man hört ja immer, ja, der ist ein Talent hier, der ist ein Talent da, aber auch gleichzeitig diese fundierte Basis jetzt nochmal mitzubekommen. Also ich freue mich auch drauf. Ich hoffe, dass er sein Fitnesslevel behält, vielleicht noch ausbauen kann und dass wir dann im Sommer jemanden haben, der ohne Druck erstmal frisch starten kann bei uns. Und dann wird er mit Sicherheit auf das ein oder andere Spiel kommen und dann schauen wir, wie weit es gehen kann. Ne? Aber ich finde das geil, da ist die Eintracht auf jeden Fall gut dabei. Vielleicht kommen wieder bessere Zeiten, dass man nochmal ein paar hunderttausend Euro vielleicht an Bursaspor für andere Spieler überweisen kann. Vielleicht gibt es ja dann auch nochmal ein anderes Talent und dann haut man ein paar hunderttausend Euro vielleicht mal wieder mehr drauf, wenn es wieder möglich ist, also als Ausgleichszahlung. Aber das müssen wir dann mal sehen. Ich würde sagen, damit können wir dann dieses Segment dann mal abschließen, weil wir haben noch ein bisschen was anderes, über das wir sprechen wollen. Und zwar haben ja dann auch aktuelle Spieler der Eintracht am Wochenende, ich würde es jetzt mal solide Leistung nennen, auf den Platz gebracht. 3-1 gewinnt die Eintracht gegen die TSG aus Hoffenheim am vergangenen Wochenende. Das war auch quasi das Abschlussspiel des Spieltags, nachdem ja das 18 Uhr Spiel, das ist am Sonntag, ne? Abgesagt wurde wegen Wetter. Patricia, 3-1. Hast du das so vorausgesehen, als das Spiel begonnen hat, oder eher weniger? Ja, ist jetzt schwer zu sagen gerade. Also Hoffenheim war, wie ich zuletzt schon mal ausgeführt hatte, ich war letzte Woche, glaube ich, gar nicht da, aber bestimmt auf Twitter, so relativ schwer einzuschätzen. Ich meine, die haben so eine Saison gespielt, die nicht besonders gut ist, haben sich auch zuletzt so gefühlt wieder ein bisschen gefangen. Und dann war halt so meine Sorge, keine Ahnung, also wie sind die einzuschätzen, wie sind die einzuordnen? Die haben da auch Kramaric vorne drin. Hast du so einen gewissen Grundrespekt? Deswegen war ich da so ein bisschen, ja, mal sehen, wie es läuft. Aber dann, fand ich, hat die Eintracht das schon sehr, sehr dominant gespielt und eigentlich auch von Anfang an ziemlich gut im Griff gehabt. Irgendwie hatte ich während des Spiels gar nicht mehr so viel Angst, bis auf diese kurze Viertelstunde, wo dann auch Hoffenheim noch mal ein bisschen Druck gemacht hat und auch den Ausgleich erzielt hat. Ansonsten war es eigentlich, fand ich, relativ entspannt aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich so ein Grundvertrauen in die Eintracht mittlerweile entwickelt habe, weil die halt einfach sehr, sehr gut unterwegs sind momentan. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Gemischt. Tatsächlich irgendwie gemischt. Diese Viertelstunde nach der Halbzeit, die hat mich genervt. Ich hatte zumindest in den, auch 3-1 ist ja schon was, wo du dann eigentlich 5 Minuten vor Schluss sagst, so Wahrscheinlichkeit nicht mehr allzu groß. Trotzdem habe ich die letzten 5 Minuten durchaus gezittert und war dann ernsthaft froh, als das Spiel abgepfiffen wurde. Also so ein bisschen Nervosität ist dann doch noch irgendwie da. Aber dieses Grundvertrauen scheinen ja jetzt nicht nur wir Fans zu haben, sondern wenn man ja in dem Interview mit Martin Hinteregger liest, dass selbst er sagt so nach dem Motto, ey, ich gucke dann zwischendrin nach draußen und sehe, dass sich da ein Luka Jovic warm macht und denkst, oh, was soll denn passieren? Im Zweifelsfall schießt er halt einfach nur 2 Buden. Also da ist ja auch ein Grundvertrauen in der Mannschaft da. Und das ist, glaube ich, schon so ein Maß von, wie hat es Basti so schön genannt, beängstigend,
was schon gerade so ein bisschen auf der einen Seite ja beängstigend ist und auf der anderen Seite gerade irgendwie extrem geil. Ja, also ich finde aber trotzdem gut, dass du den Punkt nach der Pause akzentuiert hast, denn ich denke schon, dass das eine spannende Phase war, wo eigentlich in der schlechten Phase der Eintracht das auch ins andere Ufer hätte umschwanken können, ne? Ja. Denn du hast das 1-1 gefangen und denkst, ach verdammt, natürlich, ja klar, so ein Bebu, das ist natürlich ein Hammerspieler und dann Belfodil, was weiß ich, paar 50. Minute, haut das Ding ganz knapp vorbei. Ich habe gedacht, das ist ein Tor. Ich hatte gedacht, scheiße, jetzt haben wir den Gegentreffer, weil das gerade unsere schwache Phase war. Also da, natürlich hätte es dann auch nochmal funktionieren können. Klar, wir kennen die Eintracht, die mittlerweile mit einer Selbstverständlichkeit wieder zurückkommt. Hatte mich aber da doch ein bisschen aufgeregt über die Nachlässigkeiten, weil es irgendwie unnötig war, weil in der ersten Halbzeit hatte ich eigentlich schon das Gefühl, dass wir dominanter waren. Umso besser, dass wir dann wieder zurückgekommen sind und dann halt, ich glaube dann 10 Minuten später nach dieser Chance dann selber das 2-1 gemacht haben. Interessant finde ich tatsächlich, nicht nur, dass Ndika jetzt auch wieder offensiv weiter Akzente setzt mit einem schönen Kopfball, der ist ja auch relativ weit geflogen zum 2-1. Ich finde spannend, dass der Jubel relativ verhalten war. Und zwar habe ich da das Gefühl gehabt, okay, die jubeln jetzt ja so eher so mäßig, ne? Das ist jetzt noch kein eskalativer Jubel hier. Wahrscheinlich sind die selber enttäuscht gewesen, dass sie das Gegentor gefangen haben. Das ist jetzt meine Interpretation, aber ich habe so das Gefühl gehabt, so von wegen, okay, Fehler wieder gut gemacht. Seht ihr das ähnlich oder bin ich da zu selbstverständlich mittlerweile unterwegs? Nee, ich glaube schon, dass man an der Stelle so ein bisschen sich geärgert hat, was aber halt dann auch wieder, finde ich, so dieser positive Aspekt für diesen Charakter der Mannschaft ist, man gibt sich halt eben nicht mal auf, man ärgert sich über Fehler, man will sie irgendwie korrigieren. Das, finde ich, ist das Positive daran. Man muss aber auch natürlich gerade bei diesem 2-1 dazu sagen, das war auch ganz schlecht verteidigt von Hoffenheim. Ja? Also der Ball fliegt A, ewig lange durch die Gegend, ja. Und zweitens, wenn ich so eine Standardsituation habe, wie kann ich denn bitte als verteidigender Spieler nicht zwischen dem Tor und dem Gegenspieler stehen? Warum habe ich den denn in meinem Rücken und dann freien Platz zum Tor? Das verstehe ich nicht. Also Verstehe ich. Andererseits kannst du auch sagen, dass unser 1-1 das Gegentor auch scheiße verteidigt war. Ja, das ist richtig. Ich weiß, es wird oftmals hochgelobt und jeder kann mal Fehler machen, aber die Tatsache, wie Kramaric, der dann Bebu dann steil geschickt hat, dass du erstmal siehst, dass Hasebe ehrlich gesagt nicht wirklich gut aussah und selbst Hinti sich hat abschütteln lassen, wo ich sage, ah, das ist scheiße. Natürlich ist ein Bebu ein Top-Spieler, ne? Also ja, aber man muss auch sagen, dass die Hoffenheimer jetzt ja nicht schlecht sind. Sind sie ja auch nicht. Aber Fehler passieren, interessanterweise dann wieder dieses Selbstverständnis zu sagen, okay, dann machen wir halt das 2-1. Und ehrlich gesagt, die Qualität, Cem, dass die Eintracht wieder regelmäßig zurückkommen kann, in welcher Art und Weise, das ist schon brutal aktuell, oder? Ich meine, Max hatte mal, also vom Rasenfunk hatte mal eine Tabelle, glaube ich, gepostet, dass Eintracht mit einer der stärksten Mannschaften ist, ja, die bei einem Gegentor immer wieder zurückkommt. Und man sieht das ja auch jetzt über die Saison hinweg, dass am Anfang war es noch unentschieden. Also jetzt beispielsweise das Spiel gegen Union jetzt, da hat man sich ja auch sehr gut tatsächlich zurückgekämpft, auch wenn man scheiße angefangen hat. Aber dieses Selbstverständnis zu haben, jedes Spiel gewinnen zu wollen und am Ende auch zu gewinnen, ich finde, das ist schon sehr beeindruckend aktuell. Ich habe auch das Gefühl, das ist wie so ein Stachel für die manchmal, so ein Gegentor. Also es war so oft so, dass man sich ein Gegentor gefangen hat und dann entweder sehr, sehr schnell zurückkam, wie letzte Woche irgendwie nach, weiß ich nicht, 1,5 Minuten fällt dann wieder ein Tor. Oder halt generell danach nochmal deutlich, deutlich offensiver und zwingender gespielt hat. Also ich glaube, dass das ärgert die, wie Marvin schon meinte, so sehr, dass sie halt einen Gegentreffer kassieren, obwohl sie vielleicht die dominantere Mannschaft sind, vielleicht auch nicht, aber einfach dieser Gegentreffer fuchst sie so sehr, dass die dann nochmal eine Schippe drauflegen. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht auch, ja, ob das dann nochmal so einen Motivationsschub gibt, wenn du halt dieses ärgerliche Gegentor kassierst. Das finde ich eine geile Beobachtung, Patricia, denn du hast vollkommen recht, überlegen wir uns, wie die Partie gegen die Hertha lief. Eigentlich dominant. Wir liegen dann plötzlich in der 66. Minute zurück und eine Minute später, ja, Silva mit dem 1-1. Also wie nach dem Motto, okay, ihr macht die Dinger nicht. Was ist denn los mit euch? Warum macht ihr die Dinger nicht? Dann kriegen wir ein Gegentor und dann, okay, jetzt
no shit, jetzt müssen wir halt mal wieder das nächste Level erreichen. Und dann 1-1 Silber und dann ging es dann dementsprechend weiter. Also wirklich so dieser kleine Kitzle, das ist das Gefühl, und das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, weil die Eintracht kann diese Qualität einfach aufbringen. Also im Endeffekt hat es auch was Positives, dass wir immer auch in Rückständen oder bei Gegentoren reagieren können. Aber es ist so der kleine Kitzler, den die Eintracht aktuell ein bisschen braucht. Und das sehen wir wirklich öfter. Nicht umsonst ist das 3-1 auch so ein typisches Eintracht-Ergebnis aktuell. Ja, und auch hier wieder dieses Thema, beide Tore sehr schnell hintereinander gefallen. 62. Indika mit dem Kopf, 64. dann Silva. Beides nach Vorbereitung Kostic, der ja dann auch das 1-0 eingenetzt hat. Also auf so einer 1 bis 10 Maschinen-Skala, wie viel Maschine ist Philipp Kostic? Ich würde ihn so auf so eine solide 11 setzen. Patricia, du? Ja, mindestens. Also ich weiß gar nicht, ob der nicht die Skala sprengt derzeit. Aber freut mich sehr für ihn, dass es jetzt auch langsam wieder so komplett funktioniert. Weil man hat ja eigentlich gemerkt, er hat die ganze Saison schon geackert und sich aufgerieben. Aber es wollte ja irgendwie nicht so ganz in den Ertrag einfließen am Ende. Und jetzt belohnt er sich halt auch, sei es mit Toren, sei es mit Assists oder auch, weiß ich nicht, der Pass, vor dem Assist. Das ist sehr, sehr stark und freut mich auch für ihn persönlich, weil du siehst es ihm auch an, der strahlt jetzt total, keine Ahnung. Viele sagen ja, es hängt mit Luka Jovic zusammen. Sogar Sebastian Rode hat ja im Interview gesagt, seit Jovic da ist, lacht Kostic auch schon wieder mehr in der Kabine. Kann jetzt damit zusammenhängen, dass seit Jovic da ist, es auch einfach zeitgleich mit seiner Leistung bergauf ging. Aber hängt bestimmt auch damit zusammen, wenn du so einen guten Freund in der Mannschaft hast, dass da deine Laune einfach erheblich steigt und dann läuft es einfach. Aber freut mich sehr, dass Kostic noch mehr Maschine ist, als er eh schon ist momentan. Habt ihr das Interview mit ihm, was bei Eintracht TV oder auf dem YouTube-Kanal der Eintracht veröffentlicht wurde, gesehen? So ganz kurz nur, aber nicht alles. Ich fand es noch auch, wie er dann so ganz selbstverständlich dann sagte so, ja, und dann ist da Mannschaftstraining und dann mache ich davor noch irgendwie eine Sonderschicht und dann ist Mannschaftstraining und ja, wenn ich Bock habe, dann mache ich danach auch noch eine Sonderschicht, wo ich mir denke so, ey, Alter, wo nimmst du die Energie bitte her? Also das ist schon, der Typ ist schon krass. Ich fand aber auch, also jetzt zum Hoffenheim-Spiel nochmal, ich fand, das Mismatch gegen Gacinovic war auch sehr, sehr groß, meiner Meinung nach. Also ich finde, das kam mit Ansage, dass er das nicht handeln kann. Also klar, Hoffenheim hat auch sehr, also verletzungsbedingt wahrscheinlich auch einfach keiner auf der Position gehabt. Mhm. Der wurde ja auch in der Halbzeit dann ausgewechselt und ich finde, das kam einfach mit Ansage, dass Gacinovic Kostic niemals aufhalten kann. So, und das hat der Mann halt auch nicht hingekriegt. Nee, ja. Keine Ahnung. Also, recht gute Beobachtung tatsächlich. Also kam zu keiner Zeit irgendwie gefährlich ran, muss man sagen. Ne? Ich habe da auch von einem Hoffenheim-Fan, ich glaube, hier Luis auch einen Tweet gelesen, dass dass auch Hoffenheim-Fans mittlerweile an Gacinovic einfach verzweifeln, weil er geht ins Dribbling und dann kommt am Ende einfach nichts bei rum. So, also er hat sich anscheinend auch nicht verändert. Was ich ehrlich gesagt sehr schade finde. Ja. Da musste ich bei mir persönlich beobachten, obwohl Gacinovic ja jetzt für die andere Mannschaft gespielt hat, hat es mich trotzdem aufgeregt, wenn der so Fehlpässe gespielt hat oder halt sich verdrippelt hat, wo ich mir dann gedacht habe, so, bist du eigentlich bescheuert, der spielt doch gar nicht mal bei uns. Aber es hat dieser Stachel sitzt auch bei mir, wenn wir wieder bei dieser Stachel-Analogie da bleiben, der sitzt bei mir so tief, dass mich das wahnsinnig aufgeregt hat. Na, das kann ich verstehen. Mehr als die Spielweise von Kamada tatsächlich. Ja, darüber will ich gleich auch nochmal mit dir sprechen. Das wird ja wieder sehr kontrovers hier beleuchtet, aber ich finde, wir sollten mal eine Frage aufnehmen, die eben gerade per Twitter kam von Mark Farmer, dem Lethal Suspect, der gefragt hat, woran würdet ihr sagen, kommt die Eintracht, woran würdet ihr sagen, kommt die Eintracht, das ist auch falsch aufgestellt, also kommt die neue Passsicherheit der Eintracht, so, jetzt mal richtig, ja. Meine Güte, Mark kann ich mehr vorlesen, ist schon ein bisschen später hier, im Pasta-Koma tatsächlich. Ja, die neue Passsicherheit, das ist natürlich schon sehr, sehr spannend, ich muss sagen, also jetzt, wenn ich jetzt mal kurz anfange, bitte dann um Ergänzung eurerseits. Aber wir sehen natürlich, dass halt eine gewisse Stabilität mittlerweile da ist. Der viel besprochene So bringt halt eine sehr, sehr krasse Passsicherheit rein. Das habe ich ja in den letzten Folgen bei Fußball 2000 auch immer wieder mit Zahlen untermauert, dass da einfach extrem eine Sicherheit da ist, die aber durch die anderen Spieler auch gefüttert wird. Ich meine, du hast dann auch Hasebe, der den Ball gut weiterverteilen kann und viele andere Spiele, die für sich ein bisschen gefestigter sind.
Selbst ein Kamada, der jetzt eben gerade angesprochen wurde, hat auch eine 79-prozentige Passgenauigkeit, was auch einfach für so ein Spieler, in Dika auch mit irgendwie 86%, einfach ein ganz, ganz guter Wert ist. Und wenn selbst dann Durm auf ein erhöhtes Passniveau kommt und dann ebenfalls im Zweikampf nochmal dazu haut, dann sind wir da mit einer großen Stabilität dabei. Aber ich glaube, das eine kann nicht getrennt von dem anderen betrachtet werden. Ich glaube auch, der Kopf, ja, der spielt da momentan eine Rolle und sie sind alle gerade in einem Flow, dass sie sich halt einfach als Automatismus keine Fehler mehr großartig erlauben und wenn es Fehler gibt, dann wird kein Drama draus gemacht oder wie seht ihr das? Also wenige Fehler tatsächlich, also mir sind Fehlpassfehler wäre irgendwie gedoppelt, Fehlpässe tatsächlich in erster Linie aufgefallen in dieser Situation nach der Halbzeit, wo wir ja so ein bisschen kopfmäßig nicht auf dem Platz waren. Da waren so eins, zwei Dinger im Aufbauspiel, wo man irgendwie quergelegt hat, wo keiner war oder wo der Ball in den Raum gespielt wurde, wo der Spieler hätte vermeintlich sein müssen, aber noch nicht war oder schon drüber hinaus war. Das hat sich dann aber auch relativ schnell wieder gelegt. Also ich stelle das immer so ein bisschen fest an der linken Seite. Ein Endika, der dann viel nach vorne geht mit einem Kostic, der sich dann wieder auch mit einem Younes dann zum Teil abwechselt. Also da läuft einfach diese Routine ganz gut. Du siehst es auf der rechten Seite so mit einem Tutor und mit einem, okay, mit Durm hat es jetzt besser funktioniert. Mit Barkok hatten wir ja letzte Woche oder vorletzte Woche gesagt, da funktioniert das noch nicht so ganz, weil die Räume dann einfach zu groß sind und in dem Moment, wo wir eben diese Laserpässe über 40 Meter spielen müssen, das ist dann so ein bisschen dieser Schwachpunkt. Das hast du immer mal wieder gesehen, dass dann Hinteregger versucht hat, so aus der tiefen Abwehr heraus so einen weiten Ball über 45 Meter zu spielen. Die Dinger kommen halt dann nicht an. Aber zumindest so bei den anderen sind diese Automatismen da und wir machen die Räume halt eng genug, so dass wir halt einfach auch die Möglichkeit haben, da diese zwei Pässe, diese Doppelpässe zu spielen. Und das funktioniert gerade erstaunlich. Und diese Fehler, die du ansprichst, die müssen ja auch sein. Also ich meine, in einem optimalen Spiel passiert es vielleicht nicht, aber dass halt irgendwie die Schnittstelle mal angespielt wird und du sie nicht findest, dass es ein bisschen zu riskant ist, das kann ja passieren. Aber dieses grundsätzliche Spiel der Eintracht, das natürlich mehr auf Risiko ausgelegt ist, wo wir natürlich mal Dinge falsch gehen können, das ist klar, damit müssen wir leben, aber das geht ja gleichzeitig mit einer gehobenen Spielqualität her, oder? Patricia, siehst du das auch so? Ja, das ist auch der Punkt, weshalb ich, wenn wir nochmal auf die Gegentore zu sprechen kommen wollen, das gar nicht so eng sehe, also momentan nicht. Aber es liegt halt, glaube ich, auch viel daran, wenn du so ein offensives Spiel hast, ein auch risikoreiches Spiel durchaus, dann kann das halt passieren, dass du dir auch mal ein Tor fängst. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, weshalb die Eintracht halt in fast jedem Spiel mittlerweile dieses eine Gegentor fängt, das macht dich halt anfällig dafür. Andererseits würde ich aber auch lieber 3-1 spielen, als am Ende irgendwie 0-0 hinzurotzen, weil du die ganze Zeit Angst hast, dir ein Tor zu fangen und irgendwie nur hinten drin stehst und alles absicherst, was du absichern kannst. Also momentan regt das halt eben nicht so sehr auf. Natürlich, in dem Moment, wenn das Tor fällt, bin ich ein bisschen angefressen. Manchmal bin ich auch richtig sauer, das passiert. Aber so in der Nachbetrachtung denke ich mir dann, okay, und was ist passiert? Du hast halt 3 Tore geschossen. Natürlich dreht sich das schnell, das ist jetzt leicht gesagt. Ich glaube, das sind halt eben diese Kleinigkeiten, die du kritisierst, wenn es dann eben nicht so gut läuft wie momentan. Wenn auch das Glück dann ein bisschen fehlt und wenn du dann deswegen irgendwie Punkte verlierst, dann würde ich das wahrscheinlich auch anders sehen. Aber momentan geht der Plan ja ganz gut auf. Und momentan sind sie vorne auch so treffsicher, dass du es dir einfach erlauben kannst, vielleicht hinten mal nicht rechtzeitig da zu sein. Das Gleiche halt auch mit den Fehlpässen. Also wenn du was versuchst, dann geht das, glaube ich, zwingendermaßen damit einher, dass es auch mal passiert, dass es mal schief geht. Dann ist es aber eben so. Aber eine Overall-Passquote von über 80%, die jetzt, glaube ich, in den letzten paar Spielen immer war, ist ja vollkommen zufriedenstellend. Ich glaube, das ist irgendwann bergauf gegangen, nachdem ich kritisiert hatte, dass es irgendwann mal eine Passquote von 60% gab und ich da meinte, ja, das ist sehr, sehr mau. Das war noch irgendwann am Anfang der Saison, wo wir alle noch so ein bisschen gestruggelt haben mit der Leistung der Eintracht. Und ich glaube jetzt, wo du halt die spielstärkeren Spieler auch auf dem Feld hast, hat sich das auch eingependelt. Plus halt dieses Selbstvertrauen, was sie jetzt momentan an den Tag legen, einfach durch den Erfolg. Du kriegst halt recht dadurch dann auch.
Exakt, das ist genau der Punkt. Und du hast eben Kamada angesprochen, lieber René. Natürlich, ich meine, wenn wir uns das Gegentor angucken zum 1:1, müssen wir sehen, dass der Fehler durch ihn entsteht, ne, in der Offensivbewegung, wo der Fehlpass kommt. Dementsprechend wird er relativ schnell ausgenutzt von einem Hoffenheimer Spieler. Es wird gut verteilt und zack, fällt das Gegentor. Ne? Natürlich mit einer defensiven Mangelbewegung ist dann hast du das Gegentor. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch sagen, dass viele öffnende Pässe, die in einer Genialität, ich will da nochmal auf das 3:1 hinweisen, gespielt wurden, selbst das 1:0. Ich wollte gerade sagen, das fängt eigentlich beim 1:0 schon an, wenn du siehst, also man muss ja dazu sagen, Hoffenheim hat es am Anfang eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Die haben mit ihrer Fünferkette da hinten echt gut die Räume zugemacht. Das war ja immer auch so ein Kritikpunkt von uns, dass wir gesagt haben, gegen so tiefstehende Gegner, wenn wir keine Räume finden, da fällt uns nichts ein, da machen wir irgendwie Käse, dann werden wir genervt und dann kommen die Fehler. Und das haben wir in dem Fall ja nicht gemacht. Du hast diese Eroberung von dem Ball in der Mitte von Kamada, der schnell weitergibt auf Younes, der aus dem Augenwinkel sieht, wie da ein Kostic in diesen freien Raum, der in dem Moment halt einfach da war, da schnell reinspielt und dann dieses 1:0 kommt. Also natürlich habe ich das gerade eben so ein bisschen gesagt und getriggert dadurch. Ich habe tatsächlich nicht so viel auszusetzen an Kamada in dem Fall. Also er hat viele, wie du schon sagst, öffnende Pässe gemacht, er hat viel probiert. Er hatte ja auch zweimal in der ersten Hälfte, war es glaube ich, tatsächlich die Chance, wo er auch zum Abschluss gekommen wäre oder beziehungsweise ist, wo er halt dann blöderweise knapp im Abseits stand, weil halt in dem Moment einfach die Hoffenheimer Abwehr da dann rausgerückt ist. Ansonsten hätte der an dem Tag halt auch noch irgendwie eine Bude gemacht, glaube ich. Also er hat, ich führe das jetzt einfach mal drauf zurück, dass wir ihn seit Wochen hier immer so ein bisschen kritisieren, er hat sich das zu Herzen genommen und hat sich ein bisschen angestrengt, muss man schon sagen. Ich finde, ja. ich finde die Kritik an Kamada aber auch immer ein bisschen unfair, ehrlich gesagt, weil er ist halt immer noch der zweitbeste Scorer der Mannschaft. So, ne? Also das darf man halt auch bei dieser ganzen Diskussion einfach nicht vergessen, dass der jetzt fast 10 Vorlagen hat. Und ich erinnere mich noch an, ich erinnere mich noch an ein Interview am Anfang der Saison, wo es noch hieß, sein Ziel wären 15 Scorerpunkte. Ja, da fehlt nicht mehr viel. Da ist er sehr nah dran, ehrlich gesagt. Also ich glaube, Basti hat das auch bei Fußball 2000 halt immer mit Özil verglichen. Ich glaube, so schlimm ist es halt nicht, weil ich finde, man sieht das zum Beispiel auch an dem Julian Brandt, wenn man mal Dortmund anschaut. Also da müssen ja die Spieler noch irgendwie hinterherrufen, Jude, komm mit nach hinten. So, weil der nach irgendwie defensiv gar nichts macht. Aber ich finde, Kamada, der hängt sich da schon ordentlich rein, meiner Meinung nach. Ich finde, das sieht halt immer so ein bisschen, weiß nicht, vielleicht ein bisschen blöd aus, weil er auch nie viel Emotionen im Gesicht hat. Aber keine Ahnung. Also ich habe wirklich sehr wenig, sehr wenig an Kamada auszusetzen im letzten Spiel. Ich glaube, das liegt tatsächlich bei mir so ein Stück weit daran, dass er in meinem Kopf, und jetzt kommen wir wieder zu dem, was ich vorhin schon hatte, in meinem Kopf ist er der bessere Gacinovic. Und ich kriege das im Kopf nicht getrennt. Ich habe da eine Erwartungshaltung, dass ich einfach will, dass dieser Junge das jetzt irgendwie total 200% super toll, 30 Vorlagen, 20 Tore macht, und das macht er nicht. Das ist wahrscheinlich einfach meine Erwartungshaltung viel zu groß, aber die werde ich halt in dem Moment auch nicht los. Ich weiß nicht, also ich... Achso, ja. Ich finde, also wenn man sich das Spiel mal anschaut, was die Eintracht aktuell spielt, also diesen, was ist das, 3-4-2-1 mit diesen zwei Zehnern. Ja. Ich finde, das hat auch sehr, sehr viel im Spiel einfach verändert. Also die Eintracht spielt viel, viel geduldiger nach vorne und sucht wirklich minutenlang eine Lücke, bis halt der Ball am Ende zu Silva kommt. Und wenn dann der letzte Pass von Kamada kommt, ist mir dann irgendwie auch egal, ob der jetzt nur Assists machen, keine Tore, und dann die Silva macht. So. Also, keine Ahnung. Also, ich finde, der ist ein sehr, sehr wichtiger Teil dieser Mannschaft. Und ich behaupte einfach mal, man wäre jetzt nicht da, wäre Kamada nicht da. So, ja, also, wahrscheinlich sogar richtig, ja. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich meine, wie gesagt, der hat ja jetzt schon seine Quote vom letzten Jahr übertroffen, ne, wo er dann im Endeffekt 6 Scorer-Punkte hatte. Jetzt hat er schon 9. Also er ist wirklich einer der wichtigsten Vorlagengeber der Bundesliga. Ja, und ich finde es auch gut. Lass uns einfach nicht mehr über über Vergleiche sprechen. Er wirkt anders. Natürlich ist es so, wenn er
reinkommt. Also vielleicht ist er auch nicht der perfekte Einwechselspieler. Ich glaube, das ist vielleicht ein Punkt, über den man sprechen kann, ne? Weil du normalerweise bei Einwechselspielern immer willst, die geben jetzt nochmal Vollgas, die geben nochmal alles. Und da wird nochmal, sag ich mal, wie so ein Jovic nochmal alles rausgehauen. Diese Emotionalität trägt er einfach nicht mit sich. Ja? Oder auch ein Rustic, der irgendwie nochmal so ein kleiner Giftzwerg dann vielleicht sein kann. Also diesen Typen erfüllt er nicht. Das heißt, er ist vielleicht kein Einwechselspieler, aber er ist halt trotzdem ein Spieler, was wir sehen, der im Spiel der Mannschaft auf jeden Fall gut tut. Ja. Da werden sich immer die Geister dran scheiden. Ja, deswegen ist der Özil-Vergleich doch ganz gut. Aber lass ihn weiter noch groß werden. Und ich denke auch, ich meine, er ist mit 24 ja noch nicht am seinem Leistungsmaximum angekommen. Wenn er dann ebenfalls mal wieder im DFB-Pokal steht, Pokalfinale steht wie in Gacinovic, dann können wir wieder über die Vergleiche sprechen. Ich werde dich dran erinnern, wenn das dann im nächstes Jahr, vielleicht auch erst übernächstes Jahr dann der Fall ist. Ja, Europa-Cup-Finale auch okay. Was mit Champions-League-Finale geht auch? Das hast du jetzt gesagt. Vielleicht ist das tatsächlich das nächste Thema, wo wir mal ein bisschen dann jetzt noch drüber schnacken können. Eintracht steht ja jetzt einfach mördergeil in dieser Tabelle von der Platzierung da. Also wir sind jetzt aktuell Platz... Nicht, scroll doch da jetzt mal hin, verdammte Hacke. Wir sind jetzt Platz 4 und ja, es ist alles irgendwie sehr eng da vorne, aber es ist jetzt schon echt schwer, diese Hoffnung, die da in einem immer mehr wächst, irgendwie so wegzudenken. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, also Hütter hat es jetzt ja noch nicht so ganz formuliert, sondern hat ja gesagt, ja, wir sind eine Spitzenmannschaft, wenn wir da so weiterspielen. Aber ich glaube, auch die können sich da langsam nicht mehr davon erwägen, mal so ein bisschen zu träumen, was da tatsächlich alles möglich ist. Und dann versuche ich mich immer wieder so ein bisschen in die Realität zurückzuholen und denke so, komm, es ist jetzt der 20. Spieltag, da passieren noch, sind noch 14 Spieltage, da kann noch irgendwie alles passieren, außer Abstieg, das Thema ist durch. Aber ich tue mich da echt schwer, ich bin da gerade in so einer echt schweren emotionalen Achterbahn. Cem, wie geht's dir denn damit? Ich finde das sehr anstrengend aktuell, weil ich bin auch immer wieder am Rechnen, also jetzt schon, obwohl das einfach viel zu früh schon ist, ja. Was die Gegner machen, wie die spielen und wo die Eintracht jetzt noch mehr Punkte sammeln könnte. Aber ich erinnere mich halt immer wieder an dieses 6:1 gegen Leverkusen, was mir jede Hoffnung an irgendwas genommen hat. Und ich weiß nicht, ich habe das immer wieder im Hinterkopf so, dass die Eintracht noch alles verlieren kann, von jetzt auf gleich. Ich weiß nicht, woher das kommt, vielleicht ist man da einfach auch einfach schon zu geschädigt, aber aktuell, ich weiß nicht, ich persönlich glaube nicht mehr, dass die da irgendwie komplett runterrutschen. Aber an Champions League glaube ich aktuell irgendwie auch noch nicht. Also ich kann es, weiß ich nicht. Für mich ist das so, ist Champions League so weit weg noch. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Patricia, wie groß ist denn deine Gefühlsachterbahn dabei? Ja, also momentan, ich realisiere das nicht so ganz. Also ich sehe die Tabelle, ich sehe die Eintracht auf dem Champions League Platz und irgendwie... Es ist für mich so, okay, es ist doch einerseits viel zu früh mit den 14 Spielen, die noch anstehen. Da kann noch so viel passieren. Ich will mir das noch gar nicht einreden. Andererseits hast du natürlich irgendwie diese Gedankenspiele, dass du es dir dann schon so vorstellst, was ist, wenn dann wirklich der 34. Spieltag ist, dann ist Abpfiff und es steht fest, dass die Eintracht Champions League spielt. Das ist also, dann fällt mir wieder ein, wie surreal das momentan für mich noch ist. Und ich bin da irgendwie so hin und her gerissen. Und ich glaube, das ist auch, was Basti so meint mit dem, dass das sehr beängstigend ist. Einfach, was Cem meinte, dass du einfach noch so viel verlieren kannst in diesen 14 Spielen. Also es ist ja möglich, dass du einfach gar nichts am Ende in der Hand hast. Und ja, deswegen will ich, glaube ich, mich da auch gar nicht zu sehr reinsteigern, was nicht immer gelingt. Aber gleichzeitig kommt dann halt so ein bisschen diese Angst dazu, dass du weißt, okay, es ist gerade alles schön, es ist gerade toll, die Eintracht hat einen Lauf, die spielen schön und die Konkurrenz ist jetzt auch nicht unschlagbar. Das kommt ja noch dazu, dass man irgendwie denkt, okay, da ist wirklich was drin diese Saison. Und dann kommt halt wieder diese Angst, ja, aber was ist, wenn die Eintracht jetzt, keine Ahnung, das kann in ein, zwei Spielen passieren, dass du einfach
nicht mehr diesen Lauf hast und nicht mehr dieses Spielglück auf deiner Seite und irgendwie dein Selbstvertrauen so ein bisschen bröckelt, und dann ist es wieder eine ganz andere Geschichte. Deswegen, das ist chaotisch. Das ist genau der Punkt, also was du gerade sagst. Ich versuche mir das gar nicht zu sehr einzureden. Das Kababbel von der Champions League finde ich irgendwie sympathisch, weil wir natürlich irgendwie gefühlt ein bisschen näher dran sind als in den letzten Jahren. Wir merken auch, dass andere Vereine einfach gerade zu kämpfen haben, ne? Die mangelnde Konstanz, die wir selbst bei Topclubs aktuell sehen, ich meine, die Bayern, ja klar, darüber brauchen wir nicht sprechen, aber selbst die haben ja nicht immer rosige Tage. Wir sehen, dass ja aktuell halt selbst Gladbach hinter uns hängt, die ich als extrem tolles Team einstufen würde. Dortmund in einer ja deprimierenden Tiefschlafphase aktuell. Selbst Leverkusen lassen wir noch hinter uns. Ja, und das ist natürlich dann schon so, wenn du überlegst, dass wir dann direkt vor uns zwei Plastikclubs haben und da drüber gibt es dann nur noch die Bayern. Das ist schon gerade sehr, sehr merkwürdig. Ich versuche trotzdem auch wirklich nur von Spieltag zu Spieltag zu denken. Für mich ist es erstmal wichtig, auch wenn sich das lustig anhört, dass wir gerade mit 36 Punkten pretty much eigentlich überhaupt nichts mehr. Es hört sich jetzt wirklich absurd an, aber Abstieg ist für mich eh komplett durch. Ja, für mich ist das immer noch so das Funkelziel der Frühzeit, irgendwie als Eintracht-Fan alter Tage, oder gerade auch jemand, der irgendwie die ganze Bruchhagen-Ära mitbekommen hat, war für mich immer Ziel 40 Punkte und dann schauen wir weiter. Ja. Wir brauchen diesmal keine 40 Punkte, Reihe 36 reichen locker, weil die da unten sich jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckern, insofern kein Problem. Aber es ist natürlich schon so, dass ich jetzt auch immer versuche, ein bisschen auf die Bremse zu drücken, auch wenn ich mir das natürlich ganz gut vorstellen kann. Wir hatten ja auch nach 20 Spieltagen schon öfter eine gute Punktzahl und waren dann auf Platz 4. Und das wissen wir ja leider, dass es dann immer noch deutlich nach unten ging. Und ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht, keine Ahnung, bei Dortmund vielleicht nochmal Hebel umgekrempelt werden, dass da noch ein bisschen was passiert. Wobei natürlich auch da, selbst Dortmund und Gladbach haben auch diesen Trainer-Zwist, will ich jetzt gerade meinen, der wahrscheinlich hier noch ein paar Wochen weiterträgt. Das kann vielleicht auch ein paar Körner kosten, zusätzlich dazu, dass die in mehreren Wettbewerben unterwegs sind. Ich weiß nicht, vielleicht reicht uns das zum Vorteil, aber ich will es noch nicht so wirklich glauben. Ich hoffe es aber. Ja, auf der einen Seite ist es wahrscheinlich sinnvoll, das alles nicht so dicht an einen ranzulassen. Auf der anderen Seite, ich kann mich da zumindest gerade nicht so richtig dagegen wehren. Vielleicht liegt das auch einfach daran, dass wir jetzt gerade immer noch in so einer Zeit sind, wo man sich über alles, worüber man sich freuen kann, was man sich halt einfach schnappt. Ja, schwierig. Ja, ich glaube, so ganz rausziehen sollte man sich vielleicht auch trotz Selbstschutz nicht, weil ich weiß nicht, wann erlebt man denn die Eintracht in so einer Form? Also wenn man jetzt schon länger Eintracht-Fan ist, glaube ich, gibt es wenige Momente, wo man wirklich so schöne Momente mit der Eintracht erleben konnte, wenn es jetzt auch gerade ein bisschen schwierig ist, nicht im Stadion zu sein. Aber trotzdem, so, man muss das jetzt auch schon irgendwie ein bisschen genießen. Also ein bisschen muss man es ja auch zulassen. Ja. Da hätte ich eine Bitte an diese ganzen Sky und sonstigen Kommentatoren. Könnt ihr bitte aufhören zu erzählen, wie toll das wäre, wenn doch hier Fußballfans im Stadion wären, und was das wäre, wenn die Eintracht international... Ich weiß es, ich will es nicht 20 Mal während so einem Spiel hören. Danke. Entschuldigung. Die sagen ja auch immer wieder, die Eintracht ist jetzt eine Spitzenmannschaft. Und ich finde das schon sehr... sehr krass aktuell. Also Eintracht Frankfurt, die Spitzenmannschaft, allein das so zu hören, das finde ich schon, weiß ich nicht. Also ich frage mich auch, woher, ich meine, das ist jetzt irgendwie gefühlt in einem halben Jahr so gekommen, und ich weiß nicht, ich finde es krass. Ist es auch. Ich meine, das ist krass, weil wir ja auch vor ein paar Monaten noch darüber gesprochen haben, was uns alles nicht gefällt. Und ich glaube, trotz allem, trotz der Tatsache, dass wir so einen grandiosen Wandel hingelegt haben, der auch wirklich, da kann ich wirklich das Team, komplette Team, wirklich nur loben, wenn ich auch sehe, wie lange und fit die meisten Spieler gerade schon sind. Da arbeitet auch das Team hinter dem Team extrem gut, von dem Fitnesscoach und so weiter und so fort, alle gut zusammen. Aber es ist natürlich schon so, dass trotzdem auch die Punkte, die wir damals angesprochen haben, ja nicht unberechtigt waren, weil es ist ja tatsächlich auch so, dass aktuell eine andere Mannschaft auf dem Platz ist, als die Mannschaft, die oftmals kritisiert wurde. Nicht komplett, aber in Teilen. Also so Leute wie Kor, beispielsweise in Ilsanker, die spielen heute nicht mehr die Rolle, wie man jetzt am Anfang der Saison das gesehen hat, und Automatismen haben sich dann zusätzlich auch eingespielt. Darüber hinaus ein neues Level an Motivation, und du siehst, dass die Mannschaft halt einfach diese Qualität hat. Da mussten sie sich vielleicht auch erst einspielen. Aber es ist schon sehr, sehr interessant, und aktuell blicken wir natürlich frohen Mutes in die nächsten Spiele.
Aber dieser Rest, ja, wie soll ich sagen, dieser Hinterkopf-Rest-Pessimismus der Eintracht-Fans bleibt trotzdem erhalten. Ja, sollte er vielleicht auch zum gewissen Grad kommen. Ich meine, wir müssen jetzt auch dazu sagen, wir waren jetzt gegen Gegner, die jetzt vielleicht nicht totale Graupen sind, aber die halt schon in der Tabelle ein deutliches Stück auch von uns wegstehen zum Teil. Wenn man jetzt mal nach vorne guckt, der April spielen wir halt gegen alle Mannschaften mehr oder weniger, die so um uns rum spielen. Wir spielen da gegen Wolfsburg, wir spielen da gegen Dortmund. Leipzig ist auch, glaube ich, im April dran. Also das wird dann so ein bisschen auch der Monat der Wahrheit. Keiner sagt was. Gut. Ja, aber das Wahrheit, ist ja jetzt noch nicht die Wahrheit, muss man sagen. Die Wahrheit. Das ist ja, muss ich mich im Februar nicht mit April beschäftigen, sage ich jetzt mal so, wie es ist. Das ist richtig. Ich will mir jetzt nicht versauen lassen. Ja. Aber ja, also ich glaube, deswegen, da kann halt noch so viel passieren, wie Marvin auch sagte. Ich glaube, ein ganz, ganz großer Anteil daran ist auch, dass die Eintracht wenig Verletzungspech hat. Also, weiß nicht, stellen wir uns vor, es fallen ein, zwei Schlüsselspieler. Nein, stellen wir uns nicht aus. Nee, stellen wir uns jetzt nicht vor, aber wenn das so wäre, glaube ich, würde es auch ganz anders aussehen. Also wir können froh sein, dass die Mannschaft so beisammen ist, wie sie jetzt auch beisammen ist momentan und da nicht größere Anpassungen passieren müssen, sodass man das Niveau halt halten kann. Ich will mir nicht ausmalen, was passiert, wenn, vielleicht passiert es auch nicht, weil wir ein gutes Team hinterm Team haben, wie Marvin schon meinte, und die Spieler fit sind. Aber ja, das ist, glaube ich, auch, das hat großen Anteil daran. Ja, ich glaube, da hat sich, das ist ein Punkt, der nicht zu vernachlässigen ist. Wir haben so diese ganzen Rahmenbedingungen in den letzten Jahren deutlich verbessert. Trainingssituation, Belastungssteuerung. Und wir haben halt auch den großen Vorteil, wir sind nur noch in der Liga. Also wir haben keine internationalen Wettbewerbe, wir haben keine nationalen Pokalwettbewerbe. Wir können uns von der kompletten Trainings- und Belastungssteuerung auf einen einzigen Wettbewerb konzentrieren. Das ist, glaube ich, auch ein Thema, was man nicht unterschätzen darf. Ja, ist so. Ist so. Es ist schon krass. Hm? Nee, man sieht das ja auch an Wolfsburg, die auch gar keine Verletzte haben, so viel ich weiß. Irgendwie auch jetzt auch kein Europaspiel mehr spielen und jetzt auch da oben sind. Also ich glaube, von den oberen neun sind Wolfsburg und Frankfurt die zwei Vereine, die am wenigsten Verletzte haben. Aber Wolfsburg spielt doch noch DFB-Pokal, oder? Vertue ich mich da jetzt gerade? Ja, aber kein Europa mehr. Ich glaub, ja, das ist okay, aber ihr habt wenigstens noch den zweiten, noch einen Pokalwettbewerb am Laufen. Ja, aber trotzdem, es ist auch ein wichtiger Punkt. Und ja, klar. Es zeigt sich halt auch, also ja, Wolfsburg ist ja auch echt unfassbar. Ne? Ich will eigentlich jetzt nicht über Wolfsburg sprechen, das ist ein Eintracht-Podcast. Nee, ja, aber, bitte. Aber es ist schon erstaunlich. Aber trotzdem, auch die können wir noch von ihrem Platz verdrängen. Ja. Ich glaube, Wolfsburg wird schwer, aber Leverkusen, Dortmund und Gladbach, das ist so komisch, dass sich einer, die sind machbar. Ja, die haben auch gerade, glaube ich, keine allzu gute Zeit. Hoffen wir mal, dass das noch so ein bisschen anhält. Patricia hatte gesagt, wir müssen im Februar nicht über den April nachdenken. Wir müssen im Februar nachdenken. Genauer gesagt, über das nächste Spiel, was ja im Februar stattfindet. Nämlich am Sonntag, wir sind wieder dran, am Sonntag 15:30 spielen wir gegen Köln, die ihrerseits auch am vergangenen Spieltag am Samstagabend war das, glaube ich, ne? Gegen Gladbach gewonnen haben. Also Revier-Derby, in dem Fall kann man das, glaube ich, wirklich Derby nennen. Und sie haben das echt gut gemacht. Also ich fand, Köln ist in dem Spiel doch mit einer ordentlichen Portion von Motivation und Vertrauen da aufgetreten. Muss man natürlich auf der Gegenseite auch dazu sagen, dass ich Gladbach in dem Spiel extrem schlecht fand. Aber trotzdem, sie haben die Buden gemacht, sie haben sich nicht aufgegeben und ich glaube tatsächlich, Köln hat gerade so ein bisschen diesen Motivationsschub ausgepackt und das könnte ein echt spannendes Spiel werden gegen die am Wochenende, weil die brauchen die Punkte halt auch sehr, sehr dringend. Ja, ist lustig. Ich habe immer wieder Axel im Kopf, der schon oftmals jetzt gesagt hat, dass es vielleicht Zeit wird. Der hat ja quasi abgeschrieben. Ja, dass jetzt auch mal Zeit wird, irgendwie den Trainer zu entlassen. Und sie kommt doch immer wieder zurück jetzt auf Platz 14. Du hast vollkommen richtig gesagt, die letzten Wochen waren natürlich eigentlich bis auf diesen Fauxpas, der durchaus peinlich war, gegen Jan Regensburg, war das in Ordnung. Ja, klar, gegen Hoffenheim kannst du verlieren. Ansonsten hast du die notwendigen Punkte, die du holen musstest, halt tatsächlich geholt. Ne? Also ein Punkt gegen die Hertha, okay. Dann wichtige drei Punkte auf Schalke.
Hoffenheim eben schon erwähnt, dann wichtige 3 Punkte gegen Arminia Bielefeld und jetzt sogar gegen Gladbach gewonnen. Das war ein positives Ausruf, also es war ein positives Ausrufezeichen. Ja, aber es ist natürlich so, das kommt natürlich jetzt eine einigermaßen gute, motivierte Mannschaft mit auch einem Marius Wolf, den wir ja noch gut kennen, der durchaus einigermaßen wieder im Flow ist. Aber müssen jetzt trotzdem gegen eine Mannschaft spielen, die jetzt gerade sich zu höherem Berufen fühlt. Und eigentlich würde ich trotzdem sagen, dass wir da die Nase vorhaben. Ich habe da jetzt auch keine Angst vor Köln. Und ich glaube auch noch nicht mal, dass es ein Duell auf Augenhöhe wird, sage ich jetzt. Und wohl wissentlich weiß ich, dass es mir auch um die Ohren fliegen kann. Aber ich denke, von dem Potenzial, was wir momentan haben, denke ich, sind die Chancen doch deutlich bei uns. Und das muss auch der Selbstanspruch der Eintracht sein. Ja, ist schön, dass sie jetzt gegen Gladbach gewonnen haben. Aber musst du trotzdem mal wieder erst an einem Sonntag machen gegen die Eintracht. Patricia, was ist denn so dein Gefühl, wenn du so auf dieses Spiel gegen Köln guckst? Ja, es ist irgendwie wieder diese, man hat ja diese Grundangst drin, dass die Eintracht gegen schwächere Vereine es nicht hinbekommt. Das hat sie aber, wie gesagt, diese Saison schon öfter widerlegt. Und jetzt weiß ich auch nicht so recht. Also ich will ähnlich rangehen wie Marvin. Ich möchte mir jetzt irgendwie nicht das nehmen lassen, dass die Eintracht offensichtlich der Favorit ist und auch offensichtlich einfach das stärkere Team momentan auf den Platz bringt. Trotzdem will ich da auch nicht komplett unbesorgt dran gehen, weil halt Köln, wie gesagt, auch im Aufschwung ist. Ich weiß gar nicht, ob Marius Wolf überhaupt spielt. Ich glaube, letzten Spieltag hatte ich ihn noch gesucht auf dem Feld. Da war er nicht dann, da, genau. Da war er nicht da, hatte irgendwas am Sprunggelenk. Und ich weiß nicht, ist das wieder, ist er wieder fit? Ist er wieder am Start oder keine Ahnung. Es sieht momentan danach aus, dass also er wohl steht, wieder zurückkommen könnte. Er steht könnte, ja. Nicht in der Verletztenliste drin, also von daher könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er da wieder zurückkommt. So eine Woche Pause nur, okay. Bisschen schade. Ja, bisschen schade, hätte ja auch 2 Wochen pausieren können. Ja. Vielleicht müssen wir auch auf Sicherheit gehen und sagen, hey Junge, setz dich noch mal ein Spiel auf die Bank, wir brauchen dich noch dann die letzten Spiele. Nee, keine Ahnung, aber eigentlich finde ich, sollte man da schon selbstbewusst reingehen. Natürlich nicht sorglos, natürlich auch nicht respektlos. Ist generell immer schlecht beraten, wenn man den Gegner unterschätzt. Aber ich sage es immer wieder, wenn die Eintracht sich auf ihre Stärken besinnt und ihr Spiel durchdrückt und das macht, was sie momentan so stark macht, dann wird das auch gegen Köln funktionieren. Nicht, dass es irgendwie easy wird, aber es wird funktionieren. So, dann kriegt man die 3 Punkte auch. Ich weiß nicht, also ich sehe es irgendwie gerade nicht, wie die Eintracht gestoppt werden kann, wenn sie ihr Potenzial abruft und halt auch einen motivierten guten Tag erwischt. Also aktuelle Verletztenliste bei Köln steht hier nur drin Florian Kainz, der hatte ja eine Knie-OP und Sebastian Andersson, der hat Knieprobleme, aber Wolf steht jetzt hier aktuell nicht in der Verletztenliste drin. Von daher gehe ich jetzt mal davon aus, dass der wieder auftauchen wird. Na gut, müssen wir mit leben. Aber kriegt man bestimmt auch in den Griff. Also ja. Schon bist du da ähnlich optimistisch wie wir? Tatsächlich schon. Denn wenn man sich mal so die Kritik bei Gladbach durchliest, heißt es ja immer, dass Rose sich vercoacht hätte und irgendwie Köln nicht als Gegner ernst genommen hätte. Und das sehe ich bei Hütter jetzt persönlich nicht, dass er Köln nicht als Gegner ernst nehmen wird. Aber man muss halt, also klar, Köln ist aktuell im Aufschwung, aber ich finde, das ist auch mehr so ein Up and Down aktuell. Also klar, das ist ein DFB-Pokal war peinlich, aber die haben auch wochenlang kein einziges Tor geschossen. Also so Phasen hatten die ja auch. Und wenn man ganz ehrlich ist, ist der Kader von Köln ja auch nicht mega gut. Also eigentlich darf da nichts schief gehen. Also das müssen 3 Punkte sein. Und wenn man halt sich selber auch irgendwie den Anspruch gibt, irgendwie europäisch zu spielen, muss halt Köln geschlagen werden. So. Und ich persönlich habe aber auch immer diese Grundpanik, dass man halt irgendwie plötzlich Köln auf die Idee kommt, 3 Tore zu machen. Ich habe keine Ahnung. Also man wird es dann sehen, aber eigentlich darf da nichts schief gehen. Ja, also du hast gerade eben den Kader angesprochen. Ja, der ist nicht schlecht, wobei ich schon finde, dass sie sich jetzt in der letzten Transferphase, in dieser Wintertransferphase, doch durchaus ganz gut verstärkt haben. Dieser Emmanuel Dennis, den sie da aus der, was ist das, belgischen Liga? Ne? Ja, der musste ja gehen, weil halt rausgekommen ist, glaube ich. Ne? Ja. Und,
Der ist schon, also der ist mir schon, der hat jetzt gegen Gladbach keine Tore geschossen, aber der ist mir schon aufgefallen. Ich glaube, wenn der so ein bisschen Spielrhythmus bekommt, dann muss man auf den Kerl tatsächlich aufpassen. Der ist schnell, der kann mit dem Ball umgehen, der weiß, wo das Tor steht. Also wenn der mal so ein bisschen da ankommt, dann ist der auch für eine Bude im Spiel gut. Ja. Ich der weiß war ja nicht. Auch letztes, der war auch letzte Saison sehr, sehr gut und hat dann diese Saison gar keine Rolle mehr gespielt. Ja. Also das Potenzial hat er ja schon, nur konnte er es irgendwie nicht mehr abrufen. Und dann kam Bastos. Ich glaube, das ist der gleiche Verein gewesen, ne? Das war doch Brügge. Ja, 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 ist definitiv der gleiche Verein. Du hast vollkommen recht. Mhm. Ja, es ist krass, klar. Die haben ja wirklich auch, ja, ihr sagt, es ist kein Megakader, das ist auch richtig. Trotz, der ist halt auch irgendwie ein bisschen crazy zusammengestellt, so, aber schlecht ist er halt auch nicht, ja. Ich meine, es ist halt irgendwie ein Free-Kader, so, ne? Weil du hast ja mit Reschbeschei einen guten Spieler. Oh, scheiße, jetzt habe ich mir, ich habe vorhin Chili gemacht, jetzt habe ich mir richtig schön die Augen gefasst. Geil, ey. So muss das sein, ey. Wahnsinn, ey. Ohne Scheiß, ich mache nie wieder Chili an meine Nudeln, ey. So läuft der Lachs, ey. Naja, ja, mach doch lieber Nudeln an deinen Chili, ist doch viel besser. Ja, auf jeden Fall. Jetzt tut's ein bisschen weh, aber naja, gut. Das geschieht mir auch manchmal ganz recht. Und Ondrej Duda, das ist ja ein Spieler, bei dem ich früher immer mal gedacht habe, scheiße, den würde ich auch ganz gern bei der Eintracht sehen. Also da sind schon gute Leute dabei, ne? Aber trotzdem, wenn ich sehe, dass die Eintracht gerade einfach fucking on a roll ist, ey, was ist los? Dann hauen wir die Kölner halt einfach weg. Dann gibt's halt ein 3-2, dann machen sie 2 Tore und dann machen wir trotzdem 3. Und im Zweifel wechseln wir, wenn es eng wird, wirklich nochmal Granate Jovic ein und dann läuft der Lachs. Also ich glaube, das geht schon und dieses Selbstverständnis muss die Eintracht auch haben. Ja. Und wenn ich mir die Körpersprache der letzten Tage wirklich auf dem Feld angucke, glaube ich auch, dass die gerade geil sind und mehr wollen. Die wollen gerade mehr. Die haben den Selbstanspruch. Europa kann eine Option sein oder sollte eine Option sein. Und das wäre halt geil, weil da könnten wir uns so viele Probleme entledigen. Den ganzen Diskussionen werden Spieler wechseln. Können wir Leute nicht finanzieren. Ohne Scheiß, je höher wir europäisch spielen, desto mehr mehr Probleme entledigen sich. Und das ist halt allein ein Ziel. Und ich habe das Gefühl, dass auch so Spieler, ne, letztes Jahr haben wir darüber gesprochen, will Kostic vielleicht weg, geht er vielleicht weg. Ja, dann kam halt die Corona-Sache, ne? Wahrscheinlich anders wäre er vielleicht gegangen. Aber lauter Spieler, auch ein Silver, der momentan extrem viel gerüchtet wird, das sind alles Leute, die fühlen sich gerade sehr, sehr wohl bei diesem Verein. Ja. Und je höher es geht und je besser diese Qualifikation dann läuft, ja, natürlich Europacup wäre schon cool, vielleicht nur besser als Conference League. Und dann, wenn du wirklich irgendwie diese CL-Klasse reinkommen könntest, theoretisch, Alter, dann bleiben die komplett und hauen diese Saison hier raus. Ey, das wäre ja eine absolute Eskalation, da wird niemand gehen. Da scheißt ja Alter drauf, mal auf das Geld, weil was dann eingenommen wird, ist nämlich dann auch ganz geil. Oh, jetzt rede ich mich schon wieder in den Fluss, es tut mir leid, aber ich habe Bock. Nee, ist ja alles gut. Im Chat wurde gerade eben auch bemängelt, ich soll aufhören, die Kölner stark zu reden. Also brauchen wir ja jetzt jemanden, der die Eintracht noch viel stärker redet. Ist ja dann die konsequente. Ich habe eine Frage. Ja. Gibt es eigentlich nächste Saison mehr Geld in der Europa League wegen der Conference League? Oder gibt es in der Conference League einfach jetzt noch weniger Geld? Wie ist denn das jetzt? Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann, wenn ich ehrlich bin. Da müsste ich mal nachgucken. Also seriös, ich kann mir vorstellen, dadurch, dass vielleicht ein paar weniger Vereine dann in der Euroleague spielen, dass sich das anders aufteilt. Aber das ist alles kein Wissen. Nee. Da müsste ich mal nachgucken. Ja, wäre jetzt tatsächlich auch meine Theorie gewesen, weil ich davon ausgehe, dass die also die Lizenzgelder für Übertragungsrechte, Werbung und so weiter sich jetzt nicht großartig irgendwie verändern. Im Gegenteil, vielleicht sogar tatsächlich noch ein Stück steigen, dadurch, dass der Wettbewerb vermeintlich attraktiver wird, zumindest für den ambitionierten Hobby-Fernseh-Fan. Weniger Vereine, ja, könnte sein, aber ist jetzt auch gefährliches Halbwissen. Da gibt es andere Podcaster, ist man mit gefährlichem Halbwissen besser aufgehoben. Okay. Weil ich weiß nicht, nachher gibt es in der Conference League so wenig Geld, dass es sich am Ende nur für die Fans lohnt. So. Nicht mehr ist der Fall. Also ja, das kann ich dir jetzt schon sagen. Nicht. Es wird finanziell wird das kein großartig lohnenswertes Geschäft. Also es ist wirklich nur die Conference League wird sich erst refinanzieren, wenn wir relativ weit kommen, sondern im Zweifel, wenn du halt, was ja auch absurd ist, ne? Du kannst die Conference League gewinnen und wenn du die Conference League gewonnen hast, kannst du dann nächstes Jahr im Europacup starten. Also das ist natürlich jetzt auch nicht der Maximum Gain. Ne? Also früher hatten wir Ähnliches mit dem UEFA Cup. Also ja, also ich weiß ja nicht. Ne? Also insofern, das ist
natürlich eine geile Reise, die du irgendwie machen kannst. Ja. Mehr ist es tatsächlich nicht. Nee, also du solltest auf jeden Fall anpeilen. Europa League kann immer noch geil sein und wahrscheinlich finanziert sich jetzt ein bisschen besser. Das kann ich mir vorstellen. Ja, und selbst aber, da ist, glaube ich, dann immer, also diese Spreizung zwischen Conference League, Europa League und Champions League, da sind schon mehrere Gräben dazwischen. Also ja, muss man ja jetzt, glaube ich, auch nicht anders sagen. Gruppenphase, Champions League wäre halt besser. Kann lieber in der Gruppenphase in der Champions League alles verlieren. Ja, gut, sobald du in der Gruppe bist, kriegst du ja, glaube ich, irgendwie schon Startprämie, ja, irgendwie deine 7, irgendwas Millionen. Das ist ungefähr so das Gleiche, als wenn du Viertelfinale in der Euroleague spielst. Und du hast einfach so weniger absolut Stress. Also du musst dafür ja dann runter nicht in die Euroleague gehen und die Euroleague gewinnen. Genau, ja, dann scheidest du, nee, du musst ja zumindest Dritter werden in der Gruppenphase. Du darfst ja, also das musst du haben, ja, dann kommst du runter in die Euroleague und dann außer da halt einfach richtig einen, der allen anderen auf den Latz und dann ist halt auch gut. Also wer tatsächlich... Halt wäre ein Weg, damit wäre ich einverstanden. Also, ja, vollkommen. Sevilla macht das ja seit Ewigkeiten so gefühlt. Ja, aber wenn es funktioniert, unterschreibe ich. Nochmal die Kohle mitnehmen, ein paar geile Partien. Es sind sogar 15 Millionen, schreibt mir der Leon gerade eben im Chat, Startgeld für die Champions League Gruppenphase. Ist doch der Plan, ist doch klar, wir werden Vierter. So absurd viel Geld, einfach nur für die Gruppenphase. Genau, wir gehen in die unfassbar Gruppenphase der Champions League, werden einfach Dritter und gewinnen danach die Euro League und alle Probleme sind gelöst. Also ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Also ganz einfach. Ja? Hoffen wir es. Super. So, jetzt Aufstellung gegen Köln. Wir lagen mit unserer Aufstellung, die wir letzte Woche hier auf das Tablet gemalt haben, lagen wir fast richtig. Wir haben Touré auf rechts gesetzt und nicht Durm. Das war so unser Fehler. Ansonsten komplett alles so, wie es sein sollte. Was glaubt ihr denn, was ist die Aufstellung, beziehungsweise wo seht ihr Änderungen im Vergleich zur Aufstellung jetzt am vergangenen Wochenende und für die kommende Woche? Oder gibt es überhaupt Änderungen, Marvin? Ich würde tatsächlich sagen, dass ich jetzt per se jetzt erstmal kaum eine Änderung sehe. Und Durm hat sich, wie ich vorhin schon ausgeführt habe, wieder in der Mannschaft wohlgefühlt. Wir haben relativ viele Wechsel dann danach gesehen, aber ich gehe schon davon aus, Trapp im Tor, dann Tuta, Hinteregger, Ndicka. Kein Grund zum Wechsel. Ich glaube, Hasebe wird auch wieder von Beginn an spielen, gemeinsam mit so. Also ich kann jetzt hier die Aufstellung runterrattern. Mit links Kostic, rechts hast du Durm. Weiter oben Jonas hast du Kamada und genau, Yunus und dann Silva. Ich glaube nicht, dass wir einen Wechsel erleben werden. Nur könntest du natürlich Jovic bringen. Aber ich glaube, why change the running system? Ich glaube, aktuell wäre es irgendwie Quatsch mit Soße. Also ich glaube auch nicht, dass er was ändern wird. Wobei Köln natürlich auch ein dankbarer Gegner für Jovic wäre. Auszuprobieren. Ja. Um dann mal irgendwie Doppelsturm auszuprobieren, weil gegen Bayern wird er wahrscheinlich keine 5 Tore schießen. Weiß ich gar nicht. Also vielleicht ich könnte mir auch vorstellen, dass man ihm jetzt nochmal so ein bisschen tatsächlich Pause lässt. Boah. Weil er kann ja auch ganz gut als Einwechselspieler und dann halt einfach so gegen die Bayern so, guck mal, ja? Aber wie geil, ja genau, überleg dir mal, wie geil das wäre, dass wir sagen, naja, nee, also der spielt, also nee, gegen Köln, da wird er mal eingewechselt und schießt vielleicht 1, 2, 5 Tore. Aber zum ersten Mal wirklich in der Anfangsformation, ja Bayern, hier ist euer nächster Gegner. Das wäre eigentlich eine richtige, so nach dem Motto, hey, wir haben nichts zu verlieren, aber wir machen, weißt du was, wir machen mit 2 Stimmen. Also so kann man, viel Spaß damit. So kann man es natürlich auch sehen, weil Bayern ist jetzt, also klar, die gewinnen noch alles, aber nicht mehr so souverän wie vor 6 Monaten. So, und vielleicht ist da ja wirklich was drin in Bayern. Also, vor allem ist Hütter doch, also Hütter macht das doch ganz gerne gegen so größere, stärkere Teams, dass er einfach mal irgendwas ein bisschen ändert, einfach um diesen Überraschungsmoment zu kreieren. Kann mir sogar vorstellen, dass er sich denkt, ja, Hansi, guck mal, ich habe jetzt 2 Stürmer, hast du nicht mitgerechnet? So, keine Ahnung, kann passieren. Ansonsten, weiß nicht, also gegen Köln könnte ich mir auch vorstellen, dass einfach alles bleibt, wie es ist, weil warum auch nicht? Ja. Zumal bei Jovic ja immer diese Frage ist, ist er überhaupt schon fit für die Startelf? Also man weiß das ja gar nicht genau, wann die Woche kommen wird, wo er denn jetzt soweit ist. Das ist halt so ein Rätselraten ein bisschen. Und ich fand auch durchaus, aber wir sind jetzt schon beim übernächsten Spiel,
Ich fand tatsächlich auch, die Abwehr der Bayern war jetzt auch nicht so solide in den letzten Wochen. Also die haben auch viele unnötige Tore kassiert, weil die da auch so ein bisschen unkonzentriert waren. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das eine lustige Nummer ist, die dann da einfach so ein bisschen in die Richtung zu ärgern. Aber jetzt sind wir erstmal bei Köln. Und da sagt ihr quasi alles wie diese Woche, ja. Aufstellungstechnisch. Also was andere, also wie gesagt, entweder Doppelsturm mit Jovic oder halt alles wie immer. Was anderes kann ich mir da nicht vorstellen. Ja, und was ich mir wirklich erhoffen würde, wäre tatsächlich, dass wir vielleicht, wenn wir früh auf die Siegstraße einbiegen, das ist natürlich jetzt Optimalvoraussetzung, aber dass wir vielleicht mal ein bisschen früher schauen, nochmal zu wechseln. Ich kann mir, also ich würde tatsächlich im Rustic mal früher eine Chance geben. Ich will den mal sehen, auch gegen einen Gegner wie Köln. Das kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Einfach mal, ne? Also wir müssen, ich meine, andere Spieler bekommen ihre Chance. Auch die Tatsache, dass Rode momentan wieder auf der Bank eigentlich Platz nehmen muss, ist irgendwie schwierig zu verdauen, aber aktuell finde ich Hasebe da auch, also das gefällt mir alles, ich würde auch nichts dran ändern. Aber ich würde trotzdem sagen, lass mal Rustic mal ein bisschen früher reinkommen, das würde ich ganz cool finden. Das sind so die Punkte und mal gucken, dass auch Barkok wieder zumindest auf der Bank Platz nimmt. Ja, das würde ich ganz okay finden. Aber der war doch jetzt auch raus wegen Gruppenproblem oder so. Genau, und da habe ich jetzt die Hoffnung, dass er wieder zurückkommt. Aber Patricia, weißt du, wird er wieder zurückkommen oder dauert Keine das noch? Keine Ahnung, ich habe nichts mehr gelesen, aber es klang ja jetzt nicht so gravierend, oder? Das war nur so ein kleiner Tweet unter dem Tweet. Ja, Barkok fällt kurzfristig mit Rückenproblemen aus. Weiß nicht, könnte mir vorstellen, dass er zurückkehrt. Ich habe eine andere Sorge noch gegen Köln. Und zwar ist es doch jetzt so, dass, glaube ich, Indika und So und noch jemand von Gelbsperren bedroht sind. Also waren die, glaube ich, jetzt schon letztes Spiel, haben dann keine gelbe bekommen. Und das wird mir nicht so gut schmecken, wenn die gegen Köln jetzt eine gelbe kassieren und dann gegen Bayern fehlen. Nicht, dass man sich besonders viel gegen Bayern ausrechnet, aber andererseits, wie Cem schon meinte, die stehen jetzt gar nicht mal so stabil auch hinten. Wäre irgendwie ein bisschen ärgerlich, wenn man dann auf so Leistungsträger wie So oder auch Indika verzichten muss. Also da habe ich ein bisschen Angst vor momentan. Oh, sehr guter Punkt. Hasebe hat 4 gelbe, So hat 4 gelbe, Indika hat 4 gelbe, genau. Ja, moin. Das ist genau das, was ich meinte. Jonas hat da auch wahrscheinlich schon 3 oder 2, ne? Ich glaube, der sammelt auch sehr schnell noch die 5. Hm. Ja, stimmt. Also das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Da muss man natürlich, also man sollte auch nicht alle gleichzeitig dann haben, ja, dass die dann irgendwie wechseln. Das wäre jetzt doch ein bisschen ungesund. Ja, das sollte man kondensieren. Wobei ich glaube, dass also Indika zumindest gegen Köln ohne Karte auskommt. Ja, aber bei So, das passiert öfter mal. Ne? Da gibt es so Kleinigkeiten, der war auch schon mehr gelbe Karten gesammelt. Ja, also muss man taktisch. Ja, ist jetzt so ein bisschen Abwägungssache. Auf der einen Seite, wenn du sagst, so gerade gegen Bayern wären sie extrem wichtig, wenn du halt doch noch irgendwie was holen willst. Auf der anderen Seite wäre es mir halt lieber, sie fehlen halt gegen die Bayern, als halt gegen, weiß ich nicht, wer dann da hinten dran noch kommt. Also, wenn du dir sowieso gegen Bayern nichts ausrechnest, dann kannst du halt auch da dann einfach absitzen. Schwierig. So ein bisschen die Fehltaktik. So gegen Bayern geht's eh nicht. Also warum auch nicht einfach die schlechteste Elf auf den Platz stellen, ist ja jetzt auch egal. Ja, die Fehltaktik war aber ja auch, dass irgendwie alle auf der 6 spielen. Also war jetzt war Funke. Also war Funke. Funke. Entschuldigung. Ah, es war Funke. Was? Mittelstürmer? Ja, der kann auch auf der 6 spielen. Torwart, ah, kann auch auf der 6 spielen. Bisschen wie Schalke heute. Ja, stimmt. Ist so ein bisschen, ja. Ja. Ach, Schalke, naja. Wir müssen jetzt nicht ständig auch über Schalke weinen. Also, die sind halt auch selbst dran schuld, dass sie da stehen, wo sie stehen. Ja, also. Aber ich guck mir das halt sehr gerne an aktuell. Ja, es ist manchmal auch. Manchmal tun sie mir leid und manchmal, wenn es mir schlecht geht, gucke ich mir Schalke an und denke so, ach, so alles gut. So, also damit haben wir unsere Aufstellung. Dann brauchen wir jetzt noch Tipps von euch. Der Champ fängt mal an, ja. Ja gut, dann ich sag jetzt einfach mal, ich möchte nicht, dass Trapp noch ein Tor kassiert, weil ich finde, der sieht immer am traurigsten aus, wenn er ein Tor kassiert, weil er da am wenigsten für kann. Deshalb sage ich jetzt einfach mal ein solides 4-0. Okay. Ich kam gerade so richtig, ja, ich will nicht, dass Trapp ein Tor kassiert. Deswegen 4-0. Das war irgendwie so ein bisschen... Ich habe jetzt mit so 2-0 oder so gerechnet. Ja, 4-0, naja. Ja, wir halten uns mal zurück, machen wir nur 4 Tore. Ich bin halt schon mal optimistisch. Mal gucken. Marvin, wie optimistisch bist du da?
Ja, ich nehme ein Tor weniger, aber ich finde, also die Richtung, die hier Cem einschlägt, ist schon sehr, sehr gut. Ich mache mal einen 3-0 draus. Auch mal kein Gegentor, würde mich auch mal freuen. Ja, also entweder 3-0 oder wenn es doch wieder ein Gegentor gibt, wird es halt ein 3-1. Aber ich lege mich mal auf 3-0 fest. Patricia. Ja gut, dann mache ich das 3-1. Das Lieblingsergebnis der Eintracht. Ja. Tut mir leid, Kevin. Das ist, man muss auch mal die Tore einstecken können dann. Ich nehme auch lieber das 3-0, aber ja. Muss ja realistisch bleiben. 4-0 momentan am liebsten, ja. Es ist immer schwierig, man weiß immer nicht, für wen man, wo man sich wünschen soll, wer alles noch irgendwie Tore schießt, weil irgendwie gefühlt haben es alle verdient, aber alle können halt auch nicht irgendwie ein Tor schießen, weil das wäre auch ein bisschen sehr absurd dann an dieser Stelle. Also es ist alles so ein bisschen merkwürdig. Ja, ich glaube, ich gehe auch mit dem 3-1. Ich halte tatsächlich Spiele ohne Gegentor tatsächlich momentan für so ein bisschen unwahrscheinlich. Aber so oder so sind wir uns, glaube ich, alle, oder sind wir uns alle einig, die Siegesserie der Eintracht geht weiter. Wir sammeln weiterhin Punkte und ja, leider Köln dann übernächstes Spiel so rum Punkte sammeln. Ich hätte halt schon gern auch, dass Köln sich da unten raushält und in der Liga bleibt. Die wären mir da halt schon irgendwie wichtig. Ich glaube, die steigen nicht ab. Also ich glaube, ich weiß nicht, Bielefeld, Mainz und Schalke machen das. Die machen das schon ein bisschen unter sich aus. Ja, also Schalke ist ja eh verloren. Ja. Erst weint sie, jetzt trittst du nach. Ist auch nicht so die faire Art und Weise, ne? Ja, es ist halt ein bisschen ambivalent, auch wegen Gronau halt, ne? Und Paciencia auch noch. Und ja, das Geld. Das ist dann so der einzige Punkt. Paciencia, auf der einen Seite vielleicht auch ein Spieler, den man gebrauchen kann. Auf der anderen Seite, die Kohle nimmt man halt auch irgendwie gerne mit. Ist auch so ein bisschen ambivalent an der Stelle, stimmt schon. Nun gut. Damit haben wir das Köln-Thema dann auch abgehakt und haben noch eine Ergänzung zur guten Tat der Woche bekommen. Es ist keine vollständige gute Tat der Woche, sondern nur eine Ergänzung. Deswegen lassen wir den Jingle hier mal raus. Und zwar, wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, über das Spendenkonto der Stadt Büding für dieses Thema mit dem Hochwasser. Und da besteht ja leider durchaus die Gefahr, dass da noch mal ein bisschen was nachkommt durch jetzt die kalten Zeiten und durch den ganzen Schnee, der da gefallen ist, dass dann da durchaus das ein oder andere noch nachkommt. Und die, jetzt muss ich gerade wieder nachgucken, wer das geschrieben hat. Ich bin an dieser Stelle gerade schlecht vorbereitet. Ich bitte, das zu entschuldigen. Es mispelt hier natürlich. Hatte uns geschrieben, dass sie total vergessen hat, dass sie einen Onkel hat. Und genauer gesagt ist ihr Onkel gehört der Rewe in Büdingen und die haben gerade eine Aktion, wenn ihr da einkaufen geht und diesen Kassenzettel am Ende einwerft, dann spendet der Rewe 1% der Einkaufssumme in dieses Spendenkonto. Also ihr müsst nicht mehr selbst Geld einzahlen, ihr müsst nur dahin fahren zum Einkaufen. Einkaufen müsst ihr sowieso und Rewe kann man zur Not auch online bestellen. Wir machen jetzt hier keine Werbung, das ist nur irgendwie Markennennung. Und dann werft ihr den Kassenbon da ein und dann wird da 1% vom Einkaufswert gespendet. Und dann helft ihr dort den Leuten, die tatsächlich gerade einfach Geld brauchen, weil Existenzen gerade am Davonschwimmen sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Gut, dass es nochmal aufgegriffen wird. Also Büdingen ist ja schon ganz schön abgesoffen zwischenzeitlich. Das ist schon eine heftige Kiste gewesen. Ja, und wie gesagt, die Befürchtungen sind ja durchaus da, dass da noch mehr kommt. Und auch Ortsteile sind da ja durchaus betroffen, weil auch da ja diese ganzen Vorfluter drohen überzulaufen dann irgendwann. Also es ist echt keine schöne Geschichte. Ja, also von daher nochmal die Erinnerung und wie gesagt, wenn ihr nicht selbst spenden wollt oder könnt, dann einkaufen gehen dort beim Rewe und dann könnt ihr damit auch noch so ein bisschen supporten. Ist, glaube ich, eine geile Sache. So, und jetzt habe ich eine Frage an euch. Wenn sich ein Spieler des FC Bayern impfen lässt, steigt dann euer Vertrauen in das Gesundheitssystem? Patricia? Ja, auf jeden Fall. Also zum Glück hast du es angesprochen. Das ist für mich, wäre das natürlich das Wichtigste der Welt, dass das passiert. Und das würde mir natürlich auch das Vertrauen in die Impfung sofort bringen. Und deswegen würde ich auch meinen Impfplatz gerne an auch den Impfplatz meiner Oma, meines Opas an die Spieler des FC Bayern abtreten, weil finde ich einfach eine wichtige Sache. Ja, man muss ja mit einer gewissen Vorbildfunktion agieren und wenn einer momentan Vorbildfunktion hat, dann doch sicherlich der Sport. Oder ist denn Kalle eigentlich Risikogruppe oder also kommt da noch Also wenn er weiterhin die Maske so scheiße unter der Nase trägt, ist er definitiv Risikogruppe, ja.
Also ich weiß ja nicht, oder muss man ein Gehirn haben? Also dann würde er vielleicht rausfallen, ja? Keine Ahnung, wie das mit Risikogruppen für Zombies ist, ja? Aber heilige Kacke, ey, meine Güte, was ist denn da schon wieder los? Also ohne Scheiß, also Kalle drückt momentan den Trigger-Button bedeutsam oft, muss ich mich wirklich fragen, was denn los ist mit ihm. Erstmal diese ganze Weinerei, dass er nicht vom Flughafen kommt und jetzt die Vorbildfunktion. Keine Ahnung, der Ilja Benisch hat vorhin bei Twitter geschrieben, wer eigentlich der Gagschreiber ist von unserem allseits geliebten Kalle. Den hätte ich auch ganz gern. Vielleicht ist es Micky Beisenherz, vielleicht nicht, man weiß es nicht. Auf jeden Fall wird es langsam wirklich absurd. Also vielleicht für die, die es an dieser Stelle noch nicht mitbekommen haben, der Vorstandsvorsitzende des oder Aufsichtsratsvorsitzende, ich weiß nicht, der Oberguru des FC Bayern, da der Sektenführer von denen, der ja noch am Anfang der ganzen Corona-Geschichte gesagt hat, nein, der Fußball muss sich hier zurücknehmen, wir wollen keine Ausnahmeregelungen und natürlich ist alles andere wichtiger als der Fußball, und der FC Bayern hat sich jetzt gegenüber von Sport1, war es glaube ich, ja, Sport1, geäußert, dass es natürlich, dass man mit einer Vorbildfunktion vorangehen würde und dass es natürlich dann auch das Vertrauen in der bei den Menschen stärken würde, wenn sich ein Spieler des FC Bayern quasi symbolhaft so mit gutem Beispiel vorangehen würde, als erstes impfen lassen würde, und hat so ein bisschen damit durch die Blume gesagt, es wäre doch schon schön, wenn der deutsche Fußball und natürlich, das interpretiere ich da jetzt rein, der FC Bayern eine vorrangige Behandlung bekommen würde, was diese ganze Impfthematik angeht. Nur um das noch zu vervollständigen, das ist der gleiche Verein, der jetzt für so einen Spaßpokal irgendwo in irgendwelche Risikogebiete reist und sich aufregt, weil die Spieler mal 2 Stunden im Flugzeug irgendwie schlafen müssen. Sag mal, haben die alle noch alle Latten am Zaun? Was ist denn da bitte los? Ich glaube, das Problem ist halt auch, Karl-Heinz Rummenigge ist so weit vom realen Leben entfernt. Vielleicht sollte man dem auch einfach mal sagen, wie viel Impfstoff in Deutschland verfügbar ist. Das muss man dem nicht sagen, das liest man leider jeden Tag in der Zeitung. Ja, er anscheinend ja nicht. Also anders kann ich mir das ja nicht erklären. Weil, er weiß also das ja scheinbar. Er sagt das ja sogar. Das ist ja das Schlimme. Er sagt sogar selbst, ja, wir haben 2 Probleme in Deutschland. Wir haben so wenig Impfstoff, aber ja, keine Ahnung. Trotzdem könnte ja der FC Bayern Vorreiter sein. Ich weiß es nicht, was einen dazu reitet. Also, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Also ich finde es auch so heuchlerisch. Also ich finde es ganz, ganz schlimm, dieses... Ja, der Fußball will sich natürlich, der FC Bayern und der Fußball, wir wollen uns natürlich nicht vordrängen. Aber, naja, ich weiß halt nicht, ich finde, es ist so heuchlerisch einfach. Und du merkst halt auch, er tut jetzt so, als wäre das ein gesellschaftlicher Punkt für ihn, dass es für die Gesellschaft ja so toll wäre. Letztendlich geht es ihm ja, wie wir alle wissen, nur um den FC Bayern und das Geld und dass der Fußball wieder möglichst ungestört alle, keine Ahnung, Wettbewerbe in Katar ausführen kann. Dürfen wir an dieser Stelle auch nochmal vielleicht der Vollständigkeit halber mit dazu erwähnen, dass das Freitagsspiel letzte Woche des FC Bayern extra auch nochmal eine halbe Stunde nach vorne verlegt wurde, damit sie rechtzeitig zum Flughafen kommen. Also da sieht man halt auch wieder, wie sehr man irgendwie auch diesen Verein irgendwie hofiert, wo irgendwie DFB-Pokalspiele verlegt werden, weil man hat ja irgendwie Mehrfachbelastung, und wenn der andere Verein kommt, dann wird das abgelehnt, da wird der Spielplan angepasst, damit die rechtzeitig zum Flieger kommen. Und jetzt noch die Nummer. Also es ist schon alles sehr absurd gerade. Es steht halt zu vermuten, dass hier auch erneut ein bisschen abgelenkt werden soll. Also ich weiß es nicht, aber ich kann es mir ein bisschen vorstellen, denn wir dürfen ja nicht vernachlässigen, dass es auch bei Bayern eine Verknüpfung zu Wirecard gab. Was ich zuletzt gelesen habe, wäre ja eigentlich, wäre Wirecard weitergegangen, hätte es da auch eine Partnerschaft geben sollen. Dem sind sie dann gerade so entkommen, aber gleichzeitig auch das, was Patricia gesagt hat, die ganze Sache mit Katar, das ist ja weiterhin ein größeres Problem, und da bekleckert sich ja der FC Bayern überhaupt nicht mit Ruhm. Aber ganz ehrlich, wenn die halt da schon bei der ganzen Dakar, Dubai, dies, das, Ananas-Geschichte dabei sind, sollen sie halt jetzt die Impfreisen nach Dubai, die kosten mittlerweile pro Person 30.000 €, sollen sie es halt dort machen und soll die Klappe halten. Aber ganz ehrlich, dieses ganze Gewäsch kann ich mir aktuell auch nicht mehr geben. Wir haben ganz andere Probleme, und dass er so Diskussionen aufmacht, vielleicht sei es nur, um Nebelkerzen zu streuen, aber es ist schon, also meine Wurzelspitzen an meinen Zähnen, die reagieren gerade sehr empfindlich auf die Bayern. Ich bin jetzt auch mal ernsthaft gespannt, wie das jetzt mit diesem ganzen Thema ist,
mit jetzt Umsetzung der Corona-Schutzverordnung. Da gab es ja auch eine entsprechende Frage auf der Bundespressekonferenz gegenüber Vertretern des Innenministeriums, wo man ja auch klar gesagt hat, so Ausreise ist jetzt nicht verboten, aber bei Einreise gelten schon die Regelungen. Und diese Regelungen sehen halt auch Quarantäne und sowas vor. Ich bin dann auch mal gespannt, wie die örtlichen Gesundheitsämter, und das betrifft ja dann nicht nur den FC Bayern, das betrifft ja auch den ein oder anderen Verein, die wir vielleicht mögen oder vielleicht auch nicht mögen, wie das dann da tatsächlich umgesetzt wird. Weil das ist natürlich dann auch so eine Nummer, wo ich nicht glaube, dass man sich da gerade allzu viele Ausnahmeregelungen erlauben könnte, wenn man hier schon Vertrauen bei der Bevölkerung schaffen will, ne? Stimme ich zu. Aber ich habe auch noch mal ein anderes Thema. Ich meine, wir reden über die Bayern, aber vielleicht wollen wir ja noch mal ganz kurz über die Eintracht reden. Denn wir haben ja auch den Cem da. Als alten Eintracht-Fan könnte man ja auch noch mal ein anderes Thema anschmeißen. Und zwar eine potenzielle Nachfolgeregelung bezüglich Bruno Hübner war ja in den letzten Tagen wieder heftig diskutiert worden. Es gibt unterschiedlich heftig, ist jetzt, es wird in den Sozialen heftig diskutiert. Also wahrscheinlich nicht wirklich. Aber auf jeden Fall war es so, dass ein bisschen darüber gerüchtet wurde. Und da wurden verschiedenste Namen in den Raum geworfen. Habt ihr das verfolgt und habt ihr einen persönlichen Favoriten? Ich würde ganz gerne eure Meinung wissen, Cem. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe da jetzt nur so, also ich habe da nur so kurz reingeguckt, so, und dann, also mehrmals wurde, glaube ich, gestern Fernandes erwähnt. Ja. Und ich habe einmal sogar als Vorschlag Ben Manga gelesen. Also, dass man den quasi hochzieht, so mehr oder weniger. Was ich mir ehrlich gesagt nicht wünschen würde, weil ich meine, auch mal ein Interview gelesen zu haben, dass er das eigentlich sehr gerne mag, herumzureisen und sich irgendwie diverse Talente anzuschauen. Das mit Gerson Fernandes finde ich an sich einen interessanten Weg, weil er auch viele Sprachen kennt, also viele Sprachen spricht und auch wahrscheinlich auch ein ganz gutes Netzwerk hat. Und vielleicht auch neue Impulse reinwerfen könnte, wenn Bobic bleiben sollte. Also das ist auch mal so ein sehr viel Wenn und Hätte und so. Aber ich glaube, gestern ist er aktuell sehr viel im französischen Fernsehen als, ich glaube, TV-Experte und alles. Und jetzt aktuell auch in Katar. Aber an sich, ich finde es an sich eine interessante Lösung, ehrlich gesagt. Ja, auf jeden Fall. Wie siehst du das, Patricia? Geht mir ähnlich eigentlich. Da kann ich mich anschließen. Ich finde es relativ interessant, auch die Personalie. Also nicht nur, weil ich ihn auch sehr, sehr gerne mag und schätze. Ich glaube, es ist auch ein sehr, sehr besonderer Mensch. Also das kann ja in Gesprächen helfen, wenn du einfach diese Art hast, gut mit Menschen umzugehen, die hat er. Und wie Cem auch schon meinte, die vielen Sprachen, die helfen da, glaube ich, sehr, sehr gut. Und so ein großes Netzwerk, was er sich ja in seiner aktiven Karriere wahrscheinlich auch schon aufgebaut hat, aber jetzt auch hinterher, hat ja überall auch einen guten Eindruck hinterlassen, wo er war. Das kann schon helfen. Also ich finde es auch ganz interessant, ja. Ich würde es auch geil finden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt ja verschiedene Namen, die im Raum herumgefleucht sind. Es war ja auch zwischenzeitlich mal so, dass Schwegler, der ja aktuell Scout beim FC Bayern ist, irgendwie in diese Position hätte passen können und vielleicht auch immer noch einer derjenigen, die gerüchtet werden. Muss aber auch sagen, dass ich die Gelson Fernandes-Idee auch besser als Zelichowski, der ja Chefanalyst ist, finde, weil ihr habt es vollkommen richtig angesprochen. Wir haben jemanden, der sehr kommunikativ ist, der mehrere Sprachen spricht. Vielleicht ist ja sowieso die Hübner-Position in den letzten Jahren kein absolutes Hexenwerk gewesen. Aber er ist jemand, der wirklich mit der Mannschaft kommunizieren kann, auf Augenhöhe, ja auch was gewonnen hat mit der Eintracht, dementsprechend irgendwie auf einem Niveau auch immer noch ist. Und gleichzeitig, finde ich, passt so viel gut zusammen. Es würde auch zu dieser modernen, weltoffenen Ausrichtung der Eintracht wunderbar zusammenpassen, jemanden, der so vielsprachig ist, zu haben, damit er auch mit allen gut interagieren kann. Ich finde das absolut geil. Ja, vielleicht hat er noch nicht das 1A-Netzwerk wie andere. Es gab auch mal ein vages Gerücht um Ruven Schröder. Ich muss fast sagen, dass ich das natürlich auch ganz geil finden würde, weil Ruven Schröder auch für mich ein guter Typ immer noch ist. Aber da habe ich also ein bisschen eher die Angst, dass das passieren könnte, würde Bobic gehen. Ich glaube, dass er nicht so eine Position unter Bobic irgendwie forcieren würde oder beziehungsweise neben, sondern entweder oder. Aber ich finde, Gelson Fernandes wäre mega geil.
ich hätte, also würde sofort unterschreiben und ich denke, das würde der Eintracht extrem zum Vorteil gereichen. Ich könnte mir halt auch durchaus vorstellen, dadurch, dass er ja auch als Spieler viele der Zeiten, der guten Zeiten bei der Eintracht erlebt hat und wie wichtig das Umfeld und der Zusammenhalt im Kader und so weiter ist, dass das dann halt auch nochmal, wenn du in so einer Verantwortungsposition dann auch nochmal mit möglichen Kandidaten sprichst, du das auch nochmal irgendwie ganz anders da transportieren kannst, was das einfach auch für so ein Umfeld ist und für Entwicklung von jungen Spielern und so weiter bedeutet. Also es hat viele gute Aspekte. Ich weiß trotzdem nicht, ob diese, du hast ja Zeljowski gerade angesprochen, der jetzt ja vielleicht nicht so diesen Bekanntheitsgrad hat. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass jemand, der so einen analytischen Blick nochmal auf diese Dinge hat, an dieser Stelle vielleicht auch nicht so verkehrt ist. Also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen tatsächlich. Das eine greift mich halt eher so emotional und bei dem anderen sehe ich halt faktisch durchaus so ein paar Gründe, die dafür sprechen könnten. Schwierig. Erläuter mir das mal gerade. Ich hab jetzt eben, ich mache immer an und aus, mache an und aus, damit ich möglichst Ruhe habe, beziehungsweise ihr nicht mein Gekrusel hier hört. Aber erläuter mir mal genau, was du als Vorteil für Zeljowski sehen würdest. Ja, dadurch, dass er ja diesen Analysten-Background hat, kann er natürlich. Er kann ja beide haben. Ja, aber er kann natürlich dann auch nochmal so Beurteilungen von Spielern nochmal ganz anders da treffen, weil er vielleicht einfach nochmal andere Sichtweisen auf Statistiken und etc. hat. Also da einfach auch nochmal in der Richtung vielleicht anders da agieren kann. Verstehe ich. Okay, ja, ist ein guter Punkt. Kann man drüber nachdenken. Ich glaube, dass er auf seiner aktuellen Position trotzdem immer noch ganz gut aufgehoben wäre. Mir geht es gerade bei dieser Komponente, die wir, wenn wir Hübner austauschen und mit Fernandes jemanden hätten, auch so ein bisschen um die menschliche Ebene. Ja. Wir müssen auch darüber nachdenken, wie die Zeit nach Corona verläuft, wenn wir vielleicht wieder einen größeren Kader haben, bei dem Spieler ausgetauscht beziehungsweise gewechselt werden, beziehungsweise verliehen werden. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Was machen wir dann mit diesen Personen? Könnten die auch engmaschiger betreut werden? Auch hier kann ich mir vorstellen, dass ein Fernandes dementsprechend einen Blick drauf hat. Das sind also die Ideen, die ich habe. Ich kann aber trotzdem nachvollziehen, das ist ein durchaus valider Punkt, den du ansprichst. Ja, klar. Aber ich habe mich schon so ein bisschen fest eingeschossen, wie du merkst. Ja, das ist dann halt auch wieder so ein bisschen die Frage, wie wird diese Rolle und dieser Posten quasi definiert und ausgestaltet? Also du hast ja gerade eben selbst auch gesagt, vielleicht war diese Rolle von Hübner jetzt nicht mehr so präsent. Vielleicht war sie aber auch tatsächlich, und das ist ein guter Punkt wiederum von dir, vielleicht war sie auch nicht mehr die richtige Rolle. Vielleicht geht es halt wirklich dann auch eher um so ein, ja, ich weiß nicht, Neudeutsch nennt man das wahrscheinlich so Feelgood-Manager oder irgendwie sowas. Also halt eher wirklich so dieses Netzwerken mit auch verliehenen Spielern und so weiter so zusammenhalten. Könnte ich mir tatsächlich auch ganz gut vorstellen. Ist interessant. Ich glaube, man darf das auch gar nicht unterschätzen, weil wenn man sich das Juric-Interview mal anhört, also selbst, was er jetzt bei der Ankunft gegeben hat, dann hieß es ja auch, dass sie dann kein Englisch könne und er deshalb mit Twitter beispielsweise besser kommunizieren kann, weil er Englisch spricht. Und diese ganze Sprachkomponente auch innerhalb eines Kaders ist einfach enorm wichtig, weil angenommen, keiner spricht deine Muttersprache, bist du da komplett allein gelassen. So. Und jetzt dann jemanden zu haben wie Fernandes, der quasi mit allen reden kann im Kader, wäre perfekt. Meiner Meinung nach. Als außer jetzt natürlich mit den ganzen Serben. Aber ja, schon. Ja, es ist so für diesen Zusammenhalt und auch tatsächlich für die Möglichkeit von außen da noch Leute reinzubringen in so ein Konstrukt ist, glaube ich, sowas echt nicht zu unterschätzen. Ja. Ja, tatsächlich ist das für mich auch fast so mit der Spannendste eigentlich an diesem ganzen Fußballgeschäft zu sehen, welche Fäden dann ineinander gehen können. Und wenn du dann darüber nachdenkst, okay, wo haben wir die Leute? Vielleicht gibt's ja dann auch wirklich, ne? Also ich glaube, in einer Nicht-Corona-Zeit hätte die Eintracht einen größeren Kader, hätte mehr Spieler verliehen. Du hättest dich allein darum kümmern müssen, wer gerade wo verliehen ist, wer gerade welche Leistung zeigt. Momentan haben wir das einigermaßen alle auf dem Radar. Aber auch hier geht's ja auch weiter darum, was mache ich mit der Förderung der jungen Leute? Wo kann ich die irgendwie erstmal ausleihen, damit sie besser werden? Wir sehen es ja bei Salazar, der spätestens im Sommer uns auch wieder emotional beschäftigen wird, wo wir auch darüber nachdenken, okay, wie können wir ihn einbauen nach dieser bislang sehr guten Zweitligasaison? Also das ist schon sehr, sehr spannend und ich kann mir vorstellen, dass da auch ein paar weiche Faktoren dazukommen,
müssen wir uns irgendwie gedulden noch, aber ich glaube, das Votum des Eintracht-Podcasts schlägt hier doch relativ eindeutig für Gelson Fernandes aus. Ja, also wenn ich jetzt einen von den Kandidaten, die da stehen, irgendwie rauspicken müsste, dann ist das, ohne drüber nachzudenken, natürlich Fernandes. Führt kein Weg dran vorbei. Ja. Freddy, make it happen, würde ich jetzt sagen, ne? Und bleib am besten noch dabei. Und geh nicht zu Hertha. Oh ja. Oh, Hertha nervt auch, ey. So, komm. Letzte Rubrik für heute. Wir sind schon lange hier unterwegs. Wir haben Empfehlungen und da hauen wir jetzt tatsächlich mal den Jingle raus. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Ja, wir haben Empfehlungen und natürlich, Cem und Patricia dürfen hier natürlich auch Empfehlungen abgeben, auch wenn sie im Jingle nicht mit dabei waren. Und anfangen darf heute der Marvin, der hat nämlich mal wieder fremd gepodcastet, habe ich gehört. Ja, so sieht's aus. Und zwar war ich bei unserem lieben langjährigen Hörer, der, glaube ich, auch genau dieses Jingle, was du eben eingespielt hast. Korrekt. Und zwar der wunderbare Ruven auf Twitter, der SGE Shaolin, und der hat einen eigenen Podcast. Und es war ein sehr, sehr cooler Podcast. Das hat mich sehr gefreut. Es war eine super Nummer, die wir da gemacht haben. Im Endeffekt geht es darum, er hat einen Kampfsport-Podcast, der heißt bei Ruf der Hyäne. Also richtig coole Nummer, hat großen Spaß gemacht und wir haben gemeinsam über den professionellen Ringkampf, also Wrestling, gesprochen. Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast, hört rein, auch bei Spotify unter anderem. Und es war eine sehr, sehr launige Folge. Wir haben über die Anfänge unserer Wrestling-Begeisterung, da war er zwischenzeitlich nämlich auch mal als Jugendlicher dabei, bis in die heutige Zeit kurz drüber gesprochen. Also ich glaube, wer ein bisschen affin ist, sei es Kampfsport, sei es Wrestling, kann gerne mal reinhören. Und ganz ehrlich, das Logo, das er auch gemacht hat, das ist 1A, ey. Der ist schon ein kleiner Profi. Da sky's the limit, mein Lieber. Grüße an dieser Stelle. Ja. Ich wollte schon gerade fragen, was ist denn so deine Erfahrung mit Kampfsport außer Wrestling? Ja, tatsächlich bin ich relativ großer Aficionado, wenn es darum geht. Ich habe früher K1 oder K1 Fighting relativ gerne verfolgt, UFC auch, gerade natürlich die kuriosen Kämpfe zu Beginn der Promotion-Gründung. Das ist pretty much it. Ich habe aber früher ganz gerne Boxen geguckt. Und wenn es irgendwann mal wieder große Heavyweight-Bouts gibt, oder auch, muss nicht nur Heavyweight sein, dann schalte ich immer ganz gerne ein. Mittlerweile werde ich ja durch The Zone da einigermaßen gut versorgt. So viel dazu. Sehr schön. Also auch da viel Erfahrung. Hervorragend. Klingt nach einer lustigen Zusammenstellung. Grüße auch an Rufen an der Stelle. Wir verlinken euch das mal in den Shownotes. Folge geht 48 Minuten. Die kann man, glaube ich, sehr entspannt mal zwischendrin sich noch anhören. Und Wrestling ist ja, glaube ich, auch bei vielen, die hier zuhören, immer wieder so ein Thema, auch wenn ich sagen muss, dass mich's gerade irgendwie nicht so packt. Aber ja. Ich habe es früher geschaut, mittlerweile auch nicht mehr. Ich habe letztens mal wieder so eine alte Karte vom Undertaker aus den ersten Jahren in der Hand gehabt. Da bin ich mal kurz wieder so ins Schwelgen gekommen. Ja, so. Wir haben noch eine weitere Empfehlung. Der Thomas und der Paul, die wir auch eingangs spendentechnisch erwähnt haben und die uns diese wunderbare E-Mail geschrieben haben, haben in dieser E-Mail auch noch eine Empfehlung verpackt. Nämlich haben unsere geschätzten Freunde von Chemie Leipzig auch gerade wieder eine Unterstützerkampagne laufen, die ich ganz lustig finde. Die haben nämlich ein Panini-Album gemacht. Die Älteren unter uns und unter den Hörern und Hörerinnen werden sich erinnern. Das sind diese Dinger, wo man Fußballbildchen einkleben kann. Und da kann man quasi jetzt unterschiedliche Supporter-Packs kaufen, wo man dann Album- und Sticker-Pakete bekommt und damit den Verein unterstützt und hat halt noch so ein bisschen Nostalgie verpaart mit aktueller Mannschaft. Also klingt nach einer sehr gelungenen Idee und ich verlinke euch auch das mal in den Shownotes und ja, wir hatten das ja schon des Öfteren und ja, könnt ihr euch mal angucken. Vielleicht ist da für den einen oder anderen auch was dabei. So. Das ist das, was wir jetzt bislang auf der Liste stehen haben. Habt ihr noch Ergänzungsempfehlungen, Patricia, Cem, also, Marvin? Ich hatte noch was, also, falls Patricia nichts hat. Nee, ich habe nichts tatsächlich. Also es ist jetzt keine Empfehlung, aber ein kleiner Hinweis. Also ich weiß, die Clubwelpen ist in Deutschland oder generell in Europa jetzt nicht unbedingt der beliebteste Titel, aber außerhalb Europas ist der ja anscheinend gar nicht mal so unwichtig.
Und ich möchte einfach, falls sich irgendjemand einreden möchte, warum er das Finale sehen möchte, dann habe ich hier vielleicht einen. Denn Carlos Salcedo ist mit seinem Verein als erstes mexikanisches Team und als erstes CONCACAF-Team im Finale der Club-WM. Und die freuen sich tatsächlich sehr darüber, dass sie im Finale sind. Und ja, also das, wie gesagt, die spielen morgen. Und vielleicht gewinnt er ja nochmal gegen die Bayern im Finale. Mal gucken. Sehr geil auf jeden Fall. Ja, ich kann es mir echt gut vorstellen. Carlos Salcedo trotzdem so oder generell auch sowieso ein spannender Charakter eigentlich, ne? Wenn wir überlegen, es war ein Spieler, der, glaube ich, für, also bei uns einen DFB-Pokal gewonnen und dann irgendwie weggegangen und glaube ich, wir haben richtig viel Geld bekommen. 8,5 Millionen oder so für den. Wir haben richtig also. Ist ja noch mega jung, so, ne? Der ist irgendwie 27. Ja, ja. Also da könnte ich mir sogar noch vorstellen, dass man den wieder zurückholt irgendwann. Mal gucken. Geiler Typ auf jeden Fall. Ja. Also das ist auf jeden, also das wäre tatsächlich der einzige Grund für mich, warum ich das gucken werde. Einzuschalten. Ist glaube ich Donnerstagabend, ne? Ja, Donnerstag. Morgen. Ja. Nee, morgen auch oder nicht. Wollt ihr mir gerade sagen, dass ihr international nicht für die deutschen Teams seid? Ich glaube, es hackt. Scheiße. Du hast uns, also, uns erfahren. Ja, meine Güte. Kleine Side-Story. Wir waren Abschlussfahrt von der Schule damals, 99, ging nach England in die Nähe von London. Damals spielte ein gewisser FC Bayern im Finale gegen Manchester United. Und wir haben sehr exzessiv mit den Manchester-Fans im Pub uns dieses Spiel angeschaut und waren sehr begeistert, dass Manchester dieses Ding gewonnen hat. So viel zu diesem Thema international für die deutschen Vereine. Lass das mal nicht Kalle Rummenigge hören. Der wird das nicht hören, der ist ja gerade beim Impfen. Oder sitzt noch im Flieger fest. Ey, ohne Scheiß, ey, ganz ehrlich, ich muss nicht immer für die deutsche Mannschaft sein. Also, das bin ich relativ, naja, egal. Also, ich glaube, gerade bei den Bayern, die machen es mir auch aktuell nicht leicht. Also, das ist wirklich so. Carlos Salcedo, du hast mein Herz. Ja, das definitiv. Das definitiv. Also, ja, es gibt auch, also, der hat auch aus der Kabine gelivestreamt so und es war schon, also, ich fand die Bilder sehr schön, wie die sich da gefreut haben, auf jeden Fall. Ja, das ist auch, irgendwie ist das auch so die Story, die dann eher zu meiner Sozialisierung mit Fußball dann eher passt, wenn dann so der Underdog, die irgendwie noch nie so ein Spiel gespielt haben, noch nie irgendwie da im Finale waren, da tatsächlich im Finale stehen, vielleicht sogar noch die Chancen haben, den Cup nachher zu bekommen oder wenn sie ihn tatsächlich bekommen. Also irgendwie ist das, was halt tatsächlich für mich und das, was ich mit Fußball verbinde, mehr passt als jetzt, ja, da hat halt eben ein Verein, der eh schon irgendwie viele Titel gewonnen hat, halt noch einen im Trophäenstrang stehen. Außerdem wäre es sehr witzig, wenn ihr Bayern verlieren, ehrlich gesagt, aber... Ja. Ja? Naja. Also es ist auf jeden Fall, also ich finde es, ja sowieso auch eine krasse Geschichte, also ich meine, Tigres aktuell jetzt, glaube ich, in der Liga nicht unfassbar geil gerade unterwegs, wir müssen mal gucken, wann die... Das weiß ich jetzt gar nicht genau, aber ich glaube, so richtig geil war das jetzt zuletzt nicht. Ne? Ich müsste mal wieder gucken. Aber es ist ja trotzdem eine gute Mannschaft, allein wenn wir überlegen, die ganze Karriere von Gignac, André Pierre Gignac, der damals herausragend krass gescored in Frankreich, ist dann eigentlich in seiner Prime halt weggegangen und hat dann gedacht, naja, klar, ich kann jetzt irgendwie kann jetzt innerhalb Europas wechseln, aber ich kann auch einfach nach Mexiko gehen. Und da ist er für glaube ich, aber ablösefrei war das damals, ist er dann hingewechselt, war echt ein Topscorer und jetzt hat er da schon unglaublich viele Tore geschossen für Tigres und ist da, glaube ich, mittlerweile eine absolute Ikone. Irgendwie ein ganz merkwürdiger Spieler, der aber auch erneut, also für mich ein ganz geiler Spieler, der erneut auch immer wieder trifft. Ich muss sagen, da ist vieles auf ihn zugeschnitten. Er hat auch jetzt beim letzten Spiel gegen Palmeiras ja getroffen. Also das kann schon sein, dass er den Bayern irgendwie gefährlich wird. Ja, Tigres. Super, jetzt rede ich diesen scheiß Weltpokal geil. Ja. Ja, super. Also Tigres ist aktuell Achter in der mexikanischen Liga, aber die haben ja jetzt auch erst den 5. Spieltag, die spielen ja quasi im Jahresrhythmus, also im Kalenderjahr. Von daher sind die ja noch ganz am Anfang. Ja. Also, wenn ihr Fußball gucken wollt und gegen die Bayern seid, dann ist die Empfehlung, das Club-WM-Finale zu schauen und Carlos Salcedo anzufeuern. Das ist doch schon mal. Das klingt auch mal nicht so verkehrt. Also es hätte schlimmer kommen können. Patricia, du hast gesagt, du hast nichts.
an Empfehlung? Nee. Gut, ich habe sonst auch nichts weiter. Ich erlebe wenig, von daher kann ich wenig empfehlen. Ja, da würde ich sagen, machen wir den Sack für diese Woche voll, für diese Woche mit der Folge zu. Cem, nochmal vielen Dank, dass du dabei warst und uns diese Ali Akman-Geschichte nochmal so vollumfänglich hier vielen erklärt Dank, hast. Dass dabei sein durfte. Du immer gerne. Wir erinnern nochmal an den Hinweis vom Anfang. Der Cem wird, wenn es da weitere wichtige Informationen gibt, die natürlich auf Twitter bekannt geben. Von daher folgt alle @Gucci-Brille auf Twitter und ja, dann könnt ihr dann da die aktuellen Infos finden. Wir freuen uns jetzt, nein, andersrum, ich bin jetzt total durcheinander. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, wir machen damit den Sack zu. Wir wünschen euch eine wunderschöne Restwoche. Wir hoffen auf ein entspanntes Fußballwochenende. Wir hoffen auf, oder wir sind uns ziemlich sicher, 3 Punkte gegen Köln einzufahren. Und dann reden wir in der nächsten Woche über Chancen gegen den FC Bayern und alles mögliche andere. Wir, das mit der schönen Fußball, ich bin gerade total raus. Ist egal, aber du hast wunderbar weitergemacht. Jetzt bedanken wir uns noch alle beim Cem und dann machen wir den Laden Schluss für heute. Ist doch super. Alles, genau. Alles ein Träumchen bei dir, mein Lieber. So wie der Marvin das sagt und jetzt kommt das Outro. Viel Spaß und bis nächste Woche.